Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Dr. Daniele Ganser. Herr Ganser, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Jepsen. Herr Ganser, Sie sind zum dritten Mal, glaube ich, hier bei uns in Berlin im Studio. Ist das richtig? Ich hätte jetzt gesagt, zweites Mal, aber ich bin auch nicht mehr sicher. Trotzdem sind wir jetzt hier und es gibt auch einen aktuellen Anlass. Dieses neue Buch, 330 Seiten stark, ich halte es mal hier in die Kamera, damit man uns erkennen kann. Inzwischen schon ein Bestseller, dritte Auflage verkauft. Illegale Kriege, wie die NATO-Länder die UNO sabotieren. Das klingt erstmal nach einem schweren Vorwurf, wieso NATO-Länder UNO sabotieren, aber Sie können diesen Vorwurf belegen, eine Chronik von Kuba bis Syrien. Wie lange haben Sie an diesem Buch geschrieben? Das Schreiben ging vom Januar bis zum Juni 2016, also nur 6 Monate. Aber das Recherchieren ging über Jahre. Viele Dinge, die ich im Buch gelesen habe, die kannte ich nicht auch anderen Büchern auch schon. Also NATO-Geheimarmeen, Kuba-Krise, viele Dinge sind mit hineingeflossen. Hier wurde der Frame, wie man so schön sagt, gewechselt. Eine andere Sichtweise, nämlich die Sichtweise, ob die Kriege, die wir erleben und die wir in der Historie schon überlebt haben, ob die denn eigentlich mit der UNO-Charta konform gehen. Und man muss sagen, die meisten Kriege drin gehen eben nicht konform. Das heißt, es gibt zwar die UNO-Charta, können wir gleich drauf kommen, was das ist, aber es gibt Menschen, die sich nicht an das halten, was wir nach 45 beschlossen haben als Weltgemeinschaft. Gewalt ist keine Lösung, das war ja wohl der Deal. Ja, genau, das ist der Punkt. Also ich habe halt die Kriege der letzten Jahre nochmal Revue passieren lassen, das heißt der letzten 70 Jahre, das heißt von 45 bis 2016. Und ich sehe halt einfach, dass zum Beispiel der Angriff auf den Irak 2003 von dem amerikanischen Präsident Bush und vom britischen Premierminister Tony Blair, dass der illegal war, weil es gab kein Mandat der UNO. Das ist halt einfach der bekannteste illegale Krieg, ist aber nicht der einzige. Auch 2011, der Angriff auf Libyen war illegal, weil es gab dort nur ein Mandat für eine No-Fly-Zone, eine Flugverbotszone und kein Mandat für einen Regime-Change. Also auch das war illegal. Auch jetzt der Krieg gegen Syrien ist illegal. Deutschland ist ja an diesem Krieg beteiligt. Die Bundeskanzlerin Merkel hat gesagt, es gab einen Terroranschlag in Frankreich, in diesem Ort Bataclan. Ja. Und darum bombardiert oder hilft die Bundeswehr jetzt in Syrien beim Kriegseinsatz. Mhm. Und das ist alles illegal. Herr Dr. Ganser, Sie sprechen von illegal. Dann stellt sich der Orthonormalbürger die Frage, dann scheint es auch legale Kriege zu geben. Können Sie mal erklären, in der UNO-Charta ist klar geregelt, wann ein Krieg gerechtfertigt ist, also wann er rechtlich sauber ist, wenn das überhaupt geht. Also wir können nicht von sauberen Kriegen sprechen, aber es gibt legale und es gibt illegale Kriege. Können Sie das mal erklären? Es gibt nur zwei legale Kriege. Der erste ist ein Verteidigungskrieg. Also wenn ich angegriffen werde. Ja, wenn jemand angegriffen wird, darf er sich wehren, das ist legal. Und der zweite legale Krieg ist, wenn der UNO-Sicherheitsrat, das sind ja 15 Länder, wenn die in einer Resolution bestimmen, dass der Krieg legal ist. Das heißt, das ist so ein Konsens dann unter den mächtigsten Ländern der Welt. Die können in einer Resolution bestimmen, dass ein Krieg legal ist. Aber man muss hier vielleicht kurz ein Beispiel nehmen. Saddam Hussein, der Präsident vom Irak, ist ja im August 1990, das schildere ich auch im Buch, in Kuwait einmarschiert. Ja. Und da hat er eben diese Regel gebrochen, dass ein Land nicht in ein anderes Land einmarschieren darf. Das ist das Gewalt. Also es war ein Überfall. Es war ein Überfall, ja. Also so wie Hitler auf Polen, das ist ja auch verboten. Das war ja auch der Grund, warum man die UNO 1945 gegründet hat, weil man gesagt hat, wir wollen diese Angriffskriege nicht mehr, weil sie so großes Leid erzeugen wird. Ja, 60 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg. Und dann hat man sich 1945 zusammengesetzt und hat erstmals, das muss man ja auch sagen, erstmals in den letzten 3000 Jahren hat man Krieg verboten. Gab es ja vorher nie, dass das so richtig verboten war. Mhm. Es gab den Völkerbund, aber hat auch nicht funktioniert. Und dann aber die UNO war schon eigentlich oder ist heute noch das größte, ja, für mich Friedensprojekt, weil man verbietet den Krieg. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz guter Gedanke. Das Problem ist einfach, wir haben uns als Menschen, als Weltgemeinschaft viel zu wenig eigentlich um die UNO-Charta gekümmert. Kaum jemand fragt, gibt es jetzt ein Mandat für den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan von der UNO? Ja, kaum jemand fragt das. Ja. Sondern man sagt, ja, die NATO hat ja gesagt, wir gehen nach Afghanistan, also gehen wir. Aber die NATO ist eben sozusagen der UNO untergeordnet. Ja. Ja, die NATO hat nur 28 Mitglieder, die UNO hat 193 Mitglieder. Würden Sie sagen, wenn die NATO das einfach so tut, dass das ist eine Form von Selbstjustiz? Ja, natürlich, die darf das nicht. Mhm. Die darf nicht, die NATO ist natürlich das Bündnis, wo man am meisten militärische Macht hat. Ja, also am meisten Flugzeugträger, am meisten Kampfjets, am meisten Panzer, am meisten Maschinengewehre, am meisten Bomben. Die NATO ist das größte Militärbündnis der Welt. Ein ganz anderes Budget auch.
ja, 900 Milliarden. Und wenn man es mal mit Russland vergleicht, die haben 90 Milliarden. Ja. Aber ich sage einfach mal, diese 900 Milliarden werden ja zu 600 Milliarden von den Amerikanern gedeckt. Das heißt, wenn man eine Analyse der NATO macht, sieht man, im Kern sind die USA das Imperium. Und Deutschland würde ich jetzt als Vasallen bezeichnen, ist aber auch Mitglied der NATO. Großbritannien ein enger Bündnispartner der USA, Frankreich ein enger Bündnispartner. Die Franzosen und die Engländer und die Amerikaner haben zum Beispiel zusammen den Libyen-Krieg gestartet. Die Franzosen und die Engländer, das schreibe ich auch im Buch, haben 1956 Ägypten überfallen. Und da sieht man einfach den Mechanismus, wenn man die Protokolle der UNO-Generalversammlung und auch vom Sicherheitsrat studiert. Das ist ja alles schriftlich aufnotiert, ja, was jeder Botschafter dann sagt. Also jedes Land hat einen Botschafter bei der UNO und der spricht dann sozusagen im Auftrag der Regierung. Und damals hat die UNO das auch verurteilt, dass die Engländer und die Franzosen zusammen mit den Israeli Ägypten überfallen, weil es eben wieder wie Hitler Polen, das ist Überfall, geht nicht, Überfall ist streng verboten. Und dann hätten sie eigentlich verurteilt werden sollen, ist dann nicht passiert, weil sie haben das Veto eingelegt. Und da gibt es, wenn ich das ausführen will, da gibt es das Kontrastprogramm, als Saddam Hussein eben Kuwait überfallen hat, das habe ich schon erwähnt. Ja. Da wurde er natürlich dann auch verurteilt vom Sicherheitsrat, weil er hat eben keine Vetomacht. Das heißt, in der UNO wird mit zweierlei Maß gemessen. Darauf möchte ich jetzt mal kommen, weil in diesem Buch wird es so erklärt, dass auch 14-Jährige es verstehen können. Und Sie haben ja auch schon Post bekommen, dass das Buch so ist, dass es 14-Jährige verstehen. Ja, das hat mich speziell gefreut, weil die Zielgruppe 14 bis 25-Jährige, die sollen das verstehen. Wir kommen auch gleich darauf, warum das Buch eben auch wie ein Schulbuch quasi aufgearbeitet wurde. Also es gibt 13 Kapitel und in vielen Kapiteln oder in jedem Kapitel wird immer noch erklärt, dass das eben legal war oder das war illegal, dass man reinspringen kann. Das muss man nicht durchackern, weil das kann einen ja auch runterziehen als 14-Jähriger. Das sind Module, man kann frei. Ja. Nochmal zur UNO selber. Also wir haben 193 Staaten. Sind die alle in der UNO? Also wir haben 193 Länder auf der Welt, die UNO-Mitglieder sind. Also Deutschland ist Mitglied, die Schweiz ist Mitglied, Neuseeland ist Mitglied, Peru ist Mitglied, Kanada ist Mitglied. All die Länder, die man so kennt, die sind Mitglied in der UNO. Und wenn man jetzt eine Weltkarte nimmt und die Länder blau einzeichnet, die in der UNO sind, dann sieht man, das ist einfach eine blaue Weltkarte. Mhm. Und man muss schon ganz genau hinschauen, um dann noch zu sehen, dass es einzelne Gebiete gibt, wie eben den Vatikan oder Palästina oder eben der Kosovo, die eben einen speziellen Status haben. Beobachterstatus. Die haben einen Beobachterstatus. Was beobachten die da? Sie beobachten eigentlich, wie sie behandelt werden, kann man so sagen. Oder ob sie Mitglied werden wollen. Oder das sind halt... eigentlich auch umstrittene Gebiete, gerade der Kosovo, wo der Serbien herausgebombt, 1999, das war übrigens auch ein weiterer illegaler Krieg, das behandle ich auch im Buch. Da gibt es natürlich widersprechende Interessen, ob man den Kosovo als eigenständigen Staat sozusagen wie Österreich oder wie Luxemburg oder Belgien in der UNO sehen wird. Aber zusammengefasst, es gibt 193 Länder heute in der UNO. Und das werden vermutlich auch noch mehr werden, weil zum Beispiel der Sudan hat sich ja gespalten und dann gibt es dann zwei Länder aus einem oder Jugoslawien war früher mal ein Land, hat sich dann in 7 Länder aufgespalten, in Bosnien, Kroatien etc. Aber diese 193 Länder, die sind nicht alle gleichmächtig. Das muss man einfach verstehen. Darauf kommen wir gleich. Aber noch einmal, wenn ich jetzt Mitglied werden möchte bei der UNO, gibt es da irgendwie es ist ein großer Club der Weltgemeinschaft? Ja, Sie müssen ein Staat sein. Sonst ein Staat sein. Und ab wann bin ich ein Staat? Ja, das ist natürlich in der Geschichte oder auch im Völkerrecht eine interessante Frage. Oder eigentlich müssen Sie ein Territorium haben. Also wenn Sie kein Territorium haben, sind Sie kein Staat. Und dann müssen Sie eine politische Struktur haben, wobei es Ihnen eigentlich frei ist, welche Parteien in Ihrem Staat aktiv sind. Und dann müssen Sie einen Vertreter entsenden Ihres Staates. Je nachdem, was Sie für ein Staat sind, kann die Regierung selber entscheiden, dass Sie jetzt Mitglied werden möchten in der UNO. In der Schweiz war das ein bisschen anders. Bei uns, da kenne ich es auch sehr gut, gab es immer wieder Volksabstimmungen, ob die Schweiz denn Mitglied werden soll, möchte von der UNO. Die wurden immer wieder abgelehnt. Dann aber, vor ein bisschen... Noch nicht, ein bisschen weniger als 20 Jahren hatten die Schweiz entschieden, dass man auch Mitglied der UNO wird. Ich habe auch für den Beitritt der Schweiz zur UNO gestimmt. Aber es gibt auch viele Schweizer, die der UNO misstrauen, die auch der NATO misstrauen, die der EU misstrauen, weil sie einfach sagen, diese großen Bündnisse, die neigen zu Korruption, sie neigen zu... zu Machtmissbrauch. Okay. Aber die UNO meiner Meinung nach darf eben auf keinen Fall mit der NATO verwechselt werden. Das ist richtig, das ist aber ganz wichtig. Wenn ich jetzt Mitglied bei der UNO bin, ich entscheide mich, habe ich was davon oder gibt es da nur Bedingungen, die ich jetzt zu erfüllen habe? Ich meine, was habe ich davon, wenn ich als Palästina sage, ich möchte gerne Mitglied werden? Bringt mir das was?
Ja, also es wäre natürlich eine Anerkennung. Es ist eigentlich die Identität eines Staates wird gefestigt, indem man sozusagen ein vollwertiges UNO-Mitglied wird. Und eigentlich sollte man auch sozusagen in den Genuss des Schutzes kommen, den die UNO-Charta garantiert. Die UNO-Charta sagt, ein Land darf ein anderes Land nicht bombardieren, darf auch nicht mit Panzern über die Grenze rollen. Das ist eben dieser Hitler-Polen-Feldzug, aus dem hat man gelernt und gesagt, das machen wir nicht mehr. Und eigentlich sollte sozusagen die UNO-Charta das Land schützen, aber im Buch behandle ich auch zum Beispiel den Vietnamkrieg. Und da sieht man leider, und das ist ja auch das beschreibe ich auch mit einem gewissen Bedauern, weil ich bin ja ein Freund der UNO, dass zum Beispiel beim Vietnamkrieg diese Mitgliedschaft der UNO den Vietnamesen überhaupt nichts genutzt hat. Ja, das ist eigentlich sehr tragisch. Man ist Mitglied im Club, so wie eine Ja, Rechtsschutzversicherung. wer einen schützen soll, tut er nicht. Ja, aber es ist eben ein ganz wichtiger Schutz. Gerade die Schweiz, ein kleines Land, ist sehr auf das internationale Völkerrecht angewiesen. Also natürlich, wir haben eine Armee, wir haben einen Geheimdienst, wir haben Polizei, das sind eigentlich die drei Säulen der Sicherheitsstruktur. Aber weit wichtiger als diese drei ist eben das internationale Völkerrecht, das insgesamt Kriege untersagt. Also die Leute vergessen das manchmal. Also das ist etwas ganz Wichtiges. Und einfach beim Vietnamkrieg sieht man, dass damals die Amerikaner 1964 Vietnam angegriffen haben unter einem Vorwand. Sie haben gesagt, ja, die Vietnamesen haben uns zuerst angegriffen, haben also diesen Effekt von Selbstverteidigung genutzt, haben gesagt, da haben wir ein amerikanisches Schiff im Golf von Tonkin im August 1964. Maddox. Maddox, ja. Ja, Und und heute da wissen müssen wir wir es jetzt nicht. reagieren, weil sonst. Ja. Ja. Aber heute wissen wir, es ist eine Kriegslüge. Also die Amerikaner haben Vietnam angegriffen. Und wenn die UNO richtig funktionieren würde, hätte die USA damals verurteilt werden müssen von allen Staaten im Sicherheitsrat. Nur, und das möchte ich eben mit dem Buch auch den jüngeren Lesern erklären, die USA haben ein Veto im Sicherheitsrat. Die Russen haben ein Veto. Die UNO ist eine Zweiklassengesellschaft. Ja. Können Sie das mal erklären? Da sind alle Staaten drin, aber es haben nicht alle gleich viel zu sagen. Es gibt Vetomächte. Was sind Vetomächte? Wer sind diese Vetomächte? Rotiert das? Wie ist das? Es sind 193 Länder insgesamt, die in der UNO sind, aber von den 193 sind fünf mit ständigem Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Und diese fünf sind eben die USA, Frankreich, Großbritannien, das sind drei Mitglieder in der NATO, dazu noch Russland und China. Die Das nicht in heißt, der NATO sind. die sind nicht, das sind die BRICS, also Ja. sind Teile der BRICS. Ja. Die Brasilianer zum Beispiel sind nicht drin, und Südafrika, Indien ist auch nicht drin, Deutschland ist auch nicht im Kein Sicht. einziger afrikanischer Staat Nein, kein ist drin. afrikanischer Staat. Nein, Indien kein. finde ich besonders skandalös. Also Nein, Inder Indien. stellen doch einen großen Teil der Weltbevölkerung, sind nicht drin. Nee, Und Indien. diese fünf Mitglieder, die sind da fix? Genau, das sind die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Ja, und die haben dort wirklich einen Dauerpass, also die können nicht rausgeworfen werden, die sind da fix. Man spricht schon immer wieder, dass man das vielleicht ändern sollte, aber das bräuchte dann die Zustimmung der fünf und die fünf wollen das nicht ändern. Also es ist eine klassische Machtstruktur. Ja. Und das bedeutet eben, dass von den 193 Ländern nur fünf wirklich die Macht haben, im Sicherheitsrat eine Resolution zu blockieren. Was ist eine Resolution überhaupt? Eine Resolution ist eigentlich nur ein Text. Ja, eine Resolution ist ein Text, in dem ein Land genannt wird, in dem eigentlich Entschlüsse des Sicherheitsrates festgehalten werden. Also um es am konkreten Beispiel zu sagen, als Saddam Hussein 1990 in Kuwait einmarschiert ist, hat sich der UNO-Sicherheitsrat am gleichen Tag noch getroffen Ja. und hat eine Resolution verabschiedet. Das bedeutet, dass die Botschafter der verschiedenen Länder sind zusammengekommen, also der gesamte Sicherheitsrat sind 15 Länder, aber nur fünf sind wirklich permanente Mitglieder, ständige Mitglieder. Und sie haben den Angriff verurteilt. Da konnten sie sich auch auf die UNO-Charta beziehen. Also es war richtig, dass sie den Angriff verurteilt haben. Saddam Hussein ist in der Tat ein Kriegsverbrecher, weil es eben verboten ist, ein anderes Land anzugreifen. So wie auch Bush und Blair Kriegsverbrecher sind, weil es eben auch verboten ist, dass sie den Irak angegriffen haben, etc. Aber das Wesentliche, was ich sagen möchte, ist, in diesem Moment hat der Sicherheitsrat funktioniert. Dann haben sie diese Resolution geschrieben. Und diese Resolution hat den Auftrag gegeben, dass man Saddam Hussein wieder aus Kuwait vertreibt. Und Okay. das war dann ein legaler Krieg, weil mit Resolution, im Auftrag der UNO. Ist das ein empfehlender Charakter oder muss man das dann Muss machen? man. Das heißt, wenn die UNO das beschlossen hat, man ist sich da einig, dann muss die Polizei quasi tätig werden. Ja, also die Polizei ist eigentlich ein Instrument innerhalb von einem Staat. Ja, also diese Und das NATO-Polizei, Militär, dann ja, das das gilt ein, ja. ja, das Internet, die verschiedenen Länder stellen dann Truppen.
Die USA haben da am meisten Truppen gestellt, aber es war halt, ich sage jetzt mal, ein Truppeneinsatz mit UNO-Mandat ist etwas anders als ein Truppeneinsatz ohne UNO-Mandat. Mhm. Also zum Beispiel Präsident Bush Senior hat 1989 Panama überfallen. Also gerade ein Jahr bevor Saddam Hussein Kuwait überfallen hat, hat er Panama überfallen. Im Grunde dasselbe getan. Genau dasselbe. Es ist nicht im Grunde, sondern es ist genau dasselbe. Und da hat aber die UNO es nicht geschafft, ihn zu verurteilen, weil die USA als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat das praktisch blockieren. Das heißt, da kann der Täter dafür sorgen, dass er nicht zum Opfer wird. Genau. Wir sind jetzt hier in Berlin. Also wenn ich das vielleicht so darstellen kann. Hier in Berlin gibt es ja immer wieder Einbrüche. Nehme ich mal an. Und die Polizei hat die Aufgabe, diese Einbrecher zu fassen. Ja, sie erwischt nicht alle, aber einige erwischt sie. Jetzt patrouillieren ja in ganz Berlin die Polizeifahrzeuge. Mhm. Ja. Und, Wannen heißt das hier. Wannen. Wannen? Eine Wanne. Warum heißt das Wanne? Weil das so große Autos sind bei uns. Wirklich? Okay. Ja. Kennen wir in der Schweiz nicht den Ausdruck. So wie Badewanne? Ja, so ähnlich. Egal. Also die Fahrzeuge patrouillieren und wenn die halt an einen Ort kommen, wo dann eine Streife auch herausfindet, hier ist ein Einbruch, dann funkt die zurück in die Zentrale. Ja. Die sind ja nicht sozusagen einfach, die fahren nicht am Morgen los und kommen dann nach 24 Stunden zurück und dazwischen gibt es keinen Funkkontakt, sondern die funken immer in die Zentrale, was abgeht, ob sie Verstärkung brauchen. Und der muss das Bild so sehen, die Polizeizentrale jetzt in Berlin wäre sozusagen der Sicherheitsrat. Und dann würden sie da dem Oberchef sagen, hier, wir sind in dieser Straße, hier sind diese Vorfälle, wir greifen ein, wir sind zu viert, wir hätten gerne noch 5, 6 Wagen, damit wir irgendwie 20 sind. Das ist normales Vorgehen, taktisches Verhalten. Aber in der UNO ist es dann so, dass eigentlich auf der Polizeizentrale noch der Chef der Einbruchsbande sitzt und der hat ein Vetorecht. Und der kann sagen, Entschuldigung, bitte kein Zugriff, das sind meine Leute. Mhm. Und das ist natürlich eine Fehlkonstruktion. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die in ein Verbrechen verwickelt sind, zum Beispiel eben Bush, der Panama überfallen hat, das Recht hat, die Verurteilung zu verhindern. Aber genau so ist es. Ja. Das heißt, wenn Saddam Hussein ein Land überfällt, wird er natürlich verurteilt, weil er sitzt nicht im Sicherheitsrat. Mhm. Also er sitzt nicht auf der Polizeiwache. Wenn der Saddam einen Einbruch macht in Berlin, wird er genommen. Mhm. Ja, ganz so, wie Sie das jetzt erklärt haben, ich glaube, wird jedem klar, dass es ein korrupter Mechanismus ist. Das ist einfach nicht fair. Nicht fair. Es ist wie bei George Orwell. All animals are equal, but some are more equal than others. Also alle Tiere sind gleich, aber einige sind eben doch noch ein bisschen anders. Mhm. Und das widerspricht eben diesem Prinzip der Fairness. Und man könnte, ich wäre jetzt durchaus in der Lage zu sagen, nun, wenn diese ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates das nicht ausnutzen, ja, ihre überlegene Machtposition. Ja, wenn sie moralisch überlegen wären. Ja, wenn sie einfach sozusagen überhaupt andere Länder nicht überfallen, dann hätte ich gar kein Problem damit. Dann würde ich sagen, gut, ist halt so, das sind die Siegermächte vom Zweiten Weltkrieg, die sind jetzt halt mit ständigem Mandat im Sicherheitsrat. Aber die Fakten sind ganz klar. Die USA, Frankreich, Großbritannien, weitere Länder, auch Deutschland jetzt leider wieder, haben immer wieder Kriege geführt, wurden dafür aber nicht verurteilt. Also gerade Deutschland, muss man sagen, ist eigentlich sehr gut unterwegs gewesen von 1945 bis 1995. Also 50 Jahre lang war Deutschland friedlich, hat kein anderes Land überfallen. Das finde ich super. Also das ist auch wirklich toll. Die deutsche Friedensbewegung hat dort eigentlich gut gearbeitet, war natürlich auch bedingt durch die Konstellation des Kalten Krieges. Aber dann 1995 und dann vor allem 1999 kommt der erste Sündenfall, als Bundeskanzler Schröder und Außenminister Joschka Fischer den Kosovo bombardieren, zusammen mit den Amerikanern. Mhm. Und auch da ist wieder einfach der Referenzrahmen, ist eigentlich die UNO. Man muss sich fragen, hatten die ein Mandat vom UNO-Sicherheitsrat? Die Antwort ist nein. Also ist eben auch Clinton sozusagen hier unrechtsmäßig in ein anderes Land eingefallen. Mhm. Und das darf er nicht. Es wäre umgekehrt auch verboten gewesen, wenn Milosevic, der Präsident damals von Serbien, die USA bombardiert hätte. Mhm. Würden Sie sagen, dass die Mitglieder, die als Vetomächte eben so agieren, dass die das Gesetz des Stärkeren einfach durchsetzen, dass es eine moderne Schlägertruppe letztendlich ist? Ja, es ist eindeutig das Prinzip, hier geht Macht vor Recht. Und das ist eben gefährlich. Also wir können natürlich sagen, wenn wir als Friedensbewegung oder als Zivilbevölkerung das beobachten, können wir sagen, ja, dann ist es halt so, ist ja egal, dann zerschlagen wir halt den Rechtsstaat. Aber dann möchte ich einfach als Historiker darauf hinweisen, dass wir das nicht sehr leichtfertig tun sollten. Denn was wir hier alles haben, also dass wir überhaupt hier dieses Interview führen können,
ist sie nur möglich, weil wir Frieden haben. Ja, wenn jetzt Berlin, wenn wir da 70 Jahre zurückdrehen, ja, wäre das schwierig. Ja, ich wäre überhaupt nicht gekommen. Ich wäre doch nicht von der Schweiz nach Berlin gekommen vor 70 Jahren, weil hier war Krieg. Es ist dann nicht möglich, dass Sie hier Mikrofon und alles, Sie haben andere Sorgen dann. Das heißt, das vergessen die Leute viel, viel zu oft, dass sie verstehen, dass eigentlich die Basis von allem ist eigentlich der Friede. Es gibt ja eben auch auf dem Internet, heute war hier eine große Community, die zusammenkam von so jungen Mädchen, die Schminktipps geben auf dem Internet. Die haben da Millionen von Views. Und ich finde das auch cool, wenn die Mädchen das schauen wollen. Das ist für mich nicht so ein Thema, wie man die Nägel lackiert. Aber ich weiß, dass das eine große Community ist auf dem Internet, die sich dafür interessiert. Ja. Aber auch die müssen irgendwann verstehen, dass natürlich die Basis von dem allen Frieden ist. Frieden, das kann man nicht genügend oft wiederholen, ist die Basis von fast allem, von jeder gesunden Familienentwicklung. Auch in der Schule ist eigentlich die wichtige Konstante, ist, dass es keine Gewalt gibt. Also wenn die Schüler den Lehrer erhängen und der Lehrer die Schüler erschießt, dann ist kein Lernen möglich. Und das Gleiche, und auch in der Familie, wenn der Vater die Kinder schlägt oder die Mutter den Mann vergiftet, dann ist kein gesundes Zusammenleben möglich. Und das Gleiche gilt eben auch global. Und da sind wir jetzt in einem Prozess, wo wir das, ich denke, noch viel sorgfältiger darauf achten sollten, dass wir eigentlich das internationale Völkerrecht nicht einfach zerschlagen sollten, weil das tun wir im Moment. Und die allgemeine Menschenrechtserklärung, die das Leben an sich achtet. Ist ja auch eine Erklärung, die im Rahmen der UNO entstanden ist, 1948, und die eben auch ganz wichtige Grundsätze festhält, dass eben das Recht auf Religionsfreiheit, dass auch eben jeder frei sein darf, das zu glauben, was er eben glauben möchte. Er kann Christ sein, er kann bei den Christen kann er Protestant sein, er kann Katholik sein, er kann auch Atheist sein, er kann Hindu sein, er kann Moslem sein, er kann Jude sein, er kann Buddhist sein. Also diese Pluralität, die ist garantiert in der UNO. Es geht auf keinen Fall darum, dass die UNO alle über einen Kamm scheren will. Aber sie will natürlich eigentlich verhindern, dass ein Land ein anderes Land überfällt. Und das ist das sogenannte Gewaltverbot. Und das ist eigentlich, ich habe es auch ganz vorne zitiert, also vielleicht, wenn ich das kurz nehmen darf, ganz am Anfang vom Buch, weil mir das so wichtig ist, habe ich dieses Gewaltverbot, da heißt es, alle Mitglieder, also alle UNO-Mitglieder, das sind die 193, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen, also in ihrer Beziehung zu einem anderen Staat, jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Also gekürzt heißt das, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen den Einsatz von Gewalt. Mhm. Und das ist von 1945. Ja. Das ist relativ eindeutig formuliert, klar formuliert, das muss man nicht mehr groß deuten, das ist ganz klar. Also das ist ganz klar. Und wenn wir uns daran gehalten hätten in den letzten 70 Jahren, dann hätten wir den Vietnamkrieg nicht gehabt mit den 3 Millionen Toten. Dann hätten wir auch eigentlich ganz viele, zum Teil Afghanistan-Krieg 2001 ausgebrochen wurde, auf den Terroranschlägen vom 11. September aufgebaut. Aber da kann ich einfach sagen, die sind völlig undurchsichtig. Ich habe hier immer wieder darauf hingewiesen, dass man natürlich nicht auf der Basis eines undurchsichtigen Terroranschlags einen Krieg führen kann. Aber das wurde schon 1986 gemacht. Da gab es einen Terroranschlag, ich glaube, das war in Berlin, La Belle, eine Diskothek. Ja. Und dann wurde Libyen. Und dann wurde Libyen bombardiert. Also das ist natürlich, das hat Präsident Reagan damals gemacht. Man hat die UNO auch immer wieder ausmanövriert, indem man gesagt hat, hier ist ein Terroranschlag, wir wissen schon, wer dahinter steckt. Ja. Und ohne die Beweise zu liefern, hat man dann bombardiert. Und dann versuchte man das so eigentlich als Verteidigung. Ja? Wenn man sagt, ich verteidige mich gegen einen Terroranschlag. Ja. Aber so ist die UNO-Charta überhaupt nicht aufgesetzt. Es ist eben nicht so, dass man sagen kann, okay, es gab einen Terroranschlag am 11. September 2001 in Washington und in New York, darum haben die USA jetzt das Recht, Afghanistan zu bombardieren. Haben sie nicht. Sie müssen in der UNO ein Mandat haben. Was haben sie damals erhalten? Ein Mandat zur Selbstverteidigung? Ja, aber man hat nicht gesagt, welches Land sie angreifen dürfen, weil dafür hätten sie Beweise und konnten sie nie vorlegen. Mhm. Der 11. September ist insofern auch eine Zäsur, weil das war das erste Mal, dass die UNO den sogenannten Bündnisfall ausgerufen hat, also dass die NATO den Bündnisfall ausgerufen hat. Ja. Also dass die NATO-Länder, die ja ein Team sind, einer für alle für einen, so feuerwehrmäßig, sagen, so jetzt müsst ihr alle zusammenhalten. Und das ist erstaunlich, dass dieser Bündnisfall mit dem 11. September erst erklärt wurde, nachdem der Warschauer Pakt
nicht mehr existierte. Ja. Das finde ich schon interessant. Man hat gewartet, bis der Warschauer Pakt, und dann war das ein Terroranschlag auf amerikanischen Boden, von amerikanischen Boden ausgeführt mit amerikanischen Maschinen. Ja, das ja. muss man ja alles sehen. Aber das muss man vielleicht auch gerade für die jüngeren Zuhörer wieder nochmal erklären. Also die NATO ist eine Gruppe von Ländern. Ja, Deutschland ist in der NATO, Frankreich ist in der NATO, Kanada ist in der NATO, die USA sind in der NATO. Es sind im Moment 28 Länder. Das ist eigentlich Europa, Nordamerika. Gut, die Schweiz ist nicht drin, Österreich ist nicht drin, Schweden ist nicht drin, das sind die neutralen Länder. Aber die NATO hat sich zusammengeschlossen, um im Falle eines Angriffs von der Roten Armee eigentlich, also von den Kommunisten auf Westeuropa, um dann sozusagen aktiv zu werden. Sie hat gesagt, wir werden nur aktiv, ja, und das hat die NATO hoch und heilig versprochen, wenn wir zuerst angegriffen werden. Wir sind kein Angriffsbündnis, wir sind ein Verteidigungsbündnis. Das war in allen Texten immer wieder zu lesen. Und dann hat das, kann man sagen, eine dramatische Wende genommen, zuerst mit dem Kosovo-Krieg. Ja, das war ja gar nicht nur der 11. September 2001, sondern es war schon 1999, weil damals stand die Frage im Raum, der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst. Die NATO mit einem Budget von 900 Milliarden, das sind jetzt die heutigen Zahlen, 900 Milliarden Dollar, also mit dem könnte man einigen ja, Friedensschulen gründen oder Traumabewältigung machen oder unabhängige Medien aufbauen. Also ja. da könnte man echt was machen. Da könnte man doch die NATO abschaffen und man könnte eine Friedensdividende fürs Volk auszahlen. Mhm. Und da war es halt das Bedürfnis der NATO, dass das nicht passiert. Ja. Das heißt, also eine Berechtigung für das weitere Erhaltenbleiben der NATO. Man hätte ja auch sagen können, der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst. Das heißt, die große Bedrohung ist nicht mehr da. Genau. Man braucht es uns auch nicht mehr, aber dahinter stecken natürlich auch Interessen des militärisch-industriellen Medienkomplexes. Da ja. geht es um sehr viel Geld und das hätten diese üblichen Verdächtigen gerne weiter angenommen. Ja, ganz das klar. sind Steuergelder, das wird immer vergessen. Genau, ja. genau. aber um diese Geld, also 900 Milliarden, da muss man sich schon mal klar sein, da wird einiges dafür gemacht, ja. oder? Kann man sogar in Basel essen gehen. ja, ziemlich gut und das Essen ist teuer in der Schweiz. Aber was ich sagen wollte, ist, dieser Kosovo-Krieg, Kosovo ist ja eigentlich ein Teil von Serbien, ich erkläre das im Buch ausführlich. Das ist genau gleich wie Bayern ein Teil von Deutschland ist. Man darf jetzt nicht zum Beispiel China kommen und Bayern bombardieren und dann sagen, wir haben jetzt Bayern rausgelöst. Würde jeder sagen, das darf man doch nicht. Und die Antwort ist, ja, das darf man nicht. Man darf nicht ein anderes Land bombardieren und sozusagen einen Teil rausschneiden. Aber genau das hat die NATO gemacht. Sie wollte sich sozusagen wieder legitimieren, ins Geschäft einbringen. Ja. 1999 war dann auch 50 Jahre NATO. Also während Serbien bombardiert wurde, feierte die NATO Geburtstag. Es war eigentlich die Geburtstagsparty der NATO. Jetzt ein bisschen makaber gesagt, aber so feiert ein Militärbündnis. Und man muss dann auch schauen, und darum setze ich mich auch so kritisch mit der NATO auseinander. Es ist eigentlich für mich die größte Herausforderung, die Friedensbewegung überhaupt hat, weil die NATO hat ja dann eben Afghanistan angegriffen, hat dann Libyen angegriffen, also Afghanistan 2001, 2011 der Angriff auf Libyen, 2003 der Angriff auf Irak. Ab 2011 auch die Destabilisierung von Syrien mit dem Krieg, der andauert. Wir hatten den Putsch in der Ukraine. Also wir können die Phänomene, die großen geostrategischen Phänomene heute überhaupt nicht verstehen, wenn wir uns nicht auch mit der NATO auseinandersetzen und wenn wir nicht auch verstehen, dass sie die UNO-Charta wiederholt missachtet hat. Mhm. Vielleicht auch nochmal Hinweis, da gab es den Warschauer Pakt, den gibt es jetzt nicht mehr. Hat sich die NATO als Reaktion auf den Warschauer Pakt gegründet oder wie war das? Nee, zuerst gab es die NATO und dann gab es den Warschauer Pakt. Das heißt, der Warschauer Pakt war eine Reaktion auf die NATO? Ja. Mhm. Das hat gern vergessen. Ich glaube, es gab auch erst die Bundeswehr und dann gab es die NVA. Ja, also die NATO wurde 1949 gegründet und der Warschauer Pakt 1955, also ist ganz klar. Mhm. Jetzt haben wir verstanden, was illegale Kriege sind und was legale Kriege sind, also legitimierte, von der Weltgemeinschaft legitimierte. Wie ist es mit verdeckter Kriegsführung? Sie haben ja auch ein Buch geschrieben über NATO-Geheimarmeen, die dann intervenieren. Ist sowas erlaubt, dass da einfach Special Forces, Green Berets reingehen und sagen, wir kümmern uns? Ist das dann ein Krieg oder was ist das dann? Ist auch ein Krieg, ja. Also die verdeckte Kriegsführung ist auch verboten. Das ist ja richtig. Das steht da auch drin? Das ist völlig verboten. Also die Generalversammlung hat in den 70er Jahren eine Resolution verabschiedet. Ich habe schon gesagt, es gibt den Sicherheitsrat und es gibt die Generalversammlung. Im Sicherheitsrat sind 15 Mitgliedsländer drin, der UNO, und 5 davon ständige Mitglieder mit Vetomacht. Und daneben in der Generalversammlung sind alle. Ja.
Und die Generalversammlung hat, und das ist ganz wichtig zu verstehen, auch darauf hingewiesen, dass es verboten ist, erstens offiziell als Land mit Panzer und Flagge und Trompete in einem oder anderen Land einmarschieren, sodass man es sofort sieht, oder? Ja. Also ich mal sage ich mal, der Überfall von Hitler auf Polen, der war nicht geheim. Ja. Das war ziemlich offensichtlich. Ja, ja. Der wurde ja auch verkauft. Genau. 5:45 Uhr wird zurückgeschossen. Genau. Da muss man auch Leute hinter sich bringen und sagen, genau, hallo, genau. Jetzt geht's los. Ja, also, genau. Ja. Also der Kampf um die Meinung ist natürlich immer ganz zentral. Das gehört zum Krieg. Und der Überfall von Saddam Hussein auf Kuwait, der war auch nicht geheim. Das war ganz offensichtlich. Konnte man so, auf jedem Satellitenbild hätte man das mitsehen können. Mhm. Und der Überfall von Bush und Blair auf Irak 2003 war auch nicht geheim. Ja. Das war völlig offensichtlich. Oder der Überfall von Obama und Sarkozy, der französische Präsident, und Cameron, damals britischer Premierminister, auf Libyen, war auch nicht geheim. Das, das sind so ganz offensichtliche Überfälle. Mhm. Das sind so, wenn ich das vielleicht in der Sprache vom Fußball beschreiben kann, das sind offensichtliche Grätsche im Strafraum. Genau. Es gibt einfach Elfmeter und noch rote Karte, also das ist auch nicht zu übersehen. Mhm. Wenn man so richtig, also richtig, ich meine nicht eine kleine Grätsche, sondern von hinten so richtig weggefällt, wie ein Baum. Ja, im spannendsten Moment, wenige Minuten vor Schlusspfiff, das sieht auch jeder und da weiß man, jetzt hat es Konsequenzen. Ja, und das kann man auch dann nicht sagen, ja, soll ich das pfeifen oder nicht? Ja. Sondern wenn es so eine ganz klare Grätsche ist, wo auch der Spieler, der gefoult wird, noch rausgetragen werden muss, irgendwie noch das Knie verrenkt hat und überhaupt schmerzverzerrtes Gesicht etc. So ist das. Mhm. Das sind solche schweren Fouls, die unbedingt Platzverweis und Strafstoß. Das würde eigentlich in der UNO-Sprache würde das heißen, eben Resolution vom Sicherheitsrat. Das wäre die rote Karte, die einen Angriffskrieg verbietet. Mhm. Und Strafstoß wäre Reparationszahlung. Ja. Passiert aber nicht. Das ist ja nicht wie beim Fußball hier, die ganze Welt, sondern das hätte man sich an dieser Stelle mal gewünscht, auch eine Großaufnahme. Ne? In der Zeitlupe nochmal sagen, gucken Sie mal, was Sie hier machen. Das wäre ja schön, wenn es eine politische Zeitlupe da gäbe. Ja. Guckt sich mal an, da sind ja viele Kameras und da sind auch neutrale Berichterstatter und da gibt es auch, und der Schiedsrichter, der ist auch nicht variabel in seinen Regeln. Genau. Da kann ich sagen, Bayern München, die hatten mal einen schlechten Tag. Nee, müssen die sich dran halten. Ja. Und wenn ich das vielleicht wieder zusammenfügen darf mit den verdeckten Kriegen, es gibt eben diese offensichtlichen Überfälle, die eben eine Grätsche im Strafraum sind. Und dann gibt es diese verdeckten Operationen, wo wirklich sozusagen, das machen die Fußballspieler auch untereinander, die beschimpfen sich manchmal, das sieht man aber nicht, ja, um den anderen zu provozieren. Ja. Ja. Kann dann bei Zinedine Zidane zu einem Kopfstoß führen, kann dann wieder eine rote Karte auslösen. Also das Verdeckte, das Provozieren, um den anderen aus der Reserve herauszulocken. Und bei der verdeckten Kriegsführung, das beschreibe ich im Buch auch, hat man zum Beispiel, am besten immer, man nimmt ein konkretes Beispiel. Kuba, genau. Kuba ist das klassische Beispiel. Ja. Fidel Castro, jetzt verstorben, kommt 1959 an die Macht. Putscht sich an die Macht, putscht muss man sich auch dazu sagen. Genau. Weil er den Diktator dort weghaben will. Aber das wäre auch illegal. Illegal. Nicht durch Wahl an die Macht gekommen, muss man auch illegal. Sagen. Ne? Ja klar, eine Revolution ist illegal. Mit Che Guevara gesagt, der Mann muss weg. Landreform durchführen, korrupter Typ. Genau, sie haben Batista von der Macht militärisch weggeputscht. Das haben sie. Und sind dann 59 an die Macht gekommen. Und das muss man auch sagen. Also ich habe natürlich diese Kämpfe von Fidel Castro und Che Guevara habe ich lange mit auch viel Interesse und auch, ja, es war mit Sympathie, habe ich das studiert. Und dann war aber dieser Moment, wo ich gesehen habe, dass auch Che Guevara natürlich die Leute an die Wand gestellt hat und erschossen hat oder erschießen ließ, weil er gesagt, sind Konterrevolutionäre, die sind von der CIA bezahlt und die müssen wir umbringen. Ja. Also auch politisch motiviert, aber deswegen nicht gerechtfertigt. Ja, der Che Guevara, finde ich, zeichnet sich als historische Persönlichkeit dadurch aus, dass er eigentlich nie sich selber bereichert hat. Mhm. Ja, er hat nicht andere Leute erschossen, um sich selber einen Vorteil zu machen. Was Mord aber nicht besser macht. Genau, für mich geht es nicht, weil es ist ja so, dass eigentlich für mich das grundlegende ethische Maxim so lautet, das Leben ist heilig. Also ich will ja nicht, dass meine Kinder getötet werden. Warum nicht? Weil das Leben ist heilig. Ich will auch nicht, dass sie getötet werden, weil das Leben ist heilig. Ich will überhaupt nicht, dass die Leute in Syrien bombardiert werden. Ja, warum denn nicht? Ja, weil das Leben ist heilig. Ich will auch keine Vergewaltigung, weil das Leben ist heilig. Ich will keine Enthauptung, das Leben ist heilig. Jetzt bei Che Guevara, er sagt dann, er will unbedingt eigentlich die Gerechtigkeit haben und darum muss man das Imperium bekämpfen. Mhm. Darum hat er diesen Ausspruch, crear dos, tres, muchos Vietnam. Das heißt einfach, man muss eigentlich 3-4 Mal Vietnam erschaffen, meint er 3-4 Mal die USA militärisch bezwingen, was in Vietnam passiert ist. Nur, da sage ich ja, das wären aber jeweils 3 Millionen Tote. Das ist eine Gewaltspirale. Genau, das geht nicht. Meiner Meinung nach hat sich da Che Guevara geirrt, das funktioniert nicht. Er ist dann auch
nach Bolivien weitergezogen. Ich beschreibe das auch im Buch und wurde dort dann auch von amerikanischen Spezialeinheiten zusammen mit bolivianischen Spezialeinheiten gejagt und getötet. Mhm. Jetzt, die verdeckte Kriegsführung wurde auch immer wieder eingesetzt und ist für die UNO viel schwieriger zu durchschauen, weil da ist ja nicht ein Panzer, der über die deutsch-polnische Grenze rollt und gleichzeitig wird die Fahne gehisst, sondern da hat man einfach, um das ganz klar zu erklären, Eisenhower und Nixon, Nixon war Vizepräsident, Eisenhower Präsident in den USA, haben gesagt, Fidel muss weg. Dann haben sie in Florida Kubaner gesucht, die völlig gegen diese Revolution waren, die also Gegner waren von Fidel Castro. Nicht, weil sie bezahlt wurden, sondern weil sie von vornherein schon Gegner waren. Mhm. Und dann wurden sie noch bezahlt, dann waren sie noch mehr Gegner. Ja. Dann hat man diese Exil-Kubaner, die hat man genommen, hat sie nach Guatemala gebracht, hat sie dort trainiert. Ja. Im Geheimen. Ja. Da durfte niemand wissen. Ja. Und man dann bildet Mörder aus. Genau. Genau, man macht eine Söldnertruppe. Man nennt das eigentlich Banditen, Söldner. Das heißt, wenn es die eigenen sind, nennt sie die NATO dann Freiheitskämpfer. Wenn es die anderen sind, nennt man sie Terroristen. Aber eigentlich sind es gewalttätige junge Männer. Mhm. Und die hat man dann trainiert und die haben im April 1961 eine Invasion von Kuba gemacht, die gescheitert ist. Ja. Aber als diese Invasion lief, und das schildere ich halt im Buch sehr genau, sind natürlich die Kubaner an die UNO gelangt und haben eine Sondersitzung verlangt. Das heißt, wenn man überfallen wird als Land, kann man, weil man ja mit dem Botschafter, jedes Land hat einen ständigen Botschafter in New York, also die Schweiz hat jetzt heute einen Botschafter in New York, Deutschland hat einen, Neuseeland hat einen, China hat einen ständigen, die sind alle dort. Ja. Das heißt, wenn jemand überfallen wird, löst er dort Alarm aus. Genau, dann sagt er, bei mir brennt's. Ja. Dann kommen die zusammen. Und dann geht es darum, die Faktenlage zu klären. Mhm. Und jetzt in einem offenen Krieg ist es eindeutig, aber es ist einfacher zu sehen, das ist eben die klare Grätsche im Strafraum. Und beim illegalen, verdeckten Krieg ist es so, dass dann der kubanische Botschafter, Außenminister, man kann entweder einen Botschafter schicken oder man kann den Außenminister schicken, wenn es wichtiger ist, oder man geht gleich als Präsident hin. Und sagt, wir werden überfallen, die Amerikaner sind hier und kümmern sich und machen militärisch, bombardieren uns. Genau. Und er sagt natürlich, die UNO könnte das beweisen. Genau, es läuft dann so, Raul Roa sagt, wir werden gerade jetzt bombardiert und das sind verdeckte Einheiten von den Amerikanern finanziert und sie legen das alles genau, weil die Kubaner haben die infiltriert. Infiltriert, ja. Die wussten Bescheid, die wurden nicht überrascht, die hatten Kubaner, die Exilkubaner und da hatten ihre eigenen Leute da, wir waren gut vorbereitet. Ja, die plaudern auch da und das in Lateinamerika ein Geheimnis lange zu halten, ist auch schwierig. Und dann, sage ich mal, hat einfach Stevenson, das war der Botschafter der USA, Adlai Stevenson, der war ja im Sicherheitsrat und der steht dann vis-à-vis vom kubanischen Botschafter. Und spielte den Hürden. Ja, nein, der sagt, das sind wir nicht. Wir machen da gar nichts. Und dann sagt der Kubaner, ja, aber wir werden gerade bombardiert. Mhm. Und dann sagt der Amerikaner, ja, wissen Sie, das sind kubanische Piloten, die ihr eigenes Land bombardieren und so eigentlich enttäuscht sind von dieser kommunistischen Diktatur, dass sie desertieren und in das Land der Freiheit fliegen, nämlich in die USA. Ja. Und bevor sie gehen, so ein bitteres Abschiedsgeschenk, einfach noch Bomben auf das eigene Land abwerfen. Das ist eine ziemlich steile These. Und um die zu untermauern, präsentiert der amerikanische Botschafter dann Fotos von Flugzeugen, die in der Lage sind, Bomben zu werfen und zeigt, dass auf den Flugzeugen FAR steht. Das ist die Abkürzung für das Militär, für die Luftwaffe von Kuba. Nur im Vorfeld war die CIA, glaube ich, kreativ. Ja, die haben das einfach draufgemalt. Das ist unglaublich. Nee, das ist wirklich krass. Also das ist wie wenn ein Spieler von Bayern München sich das andere T-Shirt anzieht. Ja, das T-Shirt von Dortmund anzieht. Ja. Sich dort in den Strafraum stellt und sagt, ich bin ja gar nicht offside, ein langer Ball, und sagt, uff, jetzt habe ich ein Eigentor gemacht, tut mir leid. Ja. Aber das würden ja alle merken. Ja. Würden ja alle sagen, ja, das ist ja der Müller, der spielt doch nicht bei Dortmund, das würden da alle sehen. Ja. Aber das ist das Verdeckte. Aber ich glaube, es ist noch verdeckter, weil die sind praktisch in der Kabine während der Pause und haben den Leuten was ins Wasser gekippt. Das ist ja noch viel geheimer. Ja, irgendwie so. Also dreist, so dämlich wäre man bei keinem Fußballverein. Das macht man so geheim, oder dass man die Tür zufallen lässt oder irgendwas. Also es ist ja so dreist, dass man das schwer... Also mir ist aufgefallen, als der Stevens kommt ja dauernd vor, er lügt vor der UNO ja so unglaublich dreist. Das ist der Punkt. Also in und der ist UNO das nicht verboten? Doch. Also ist das nicht wie bei Gericht, dass man vereidigt ist und da muss man absolut die Wahrheit sagen, nichts als die Wahrheit? Ist das nicht so? Oder kann man da erzählen, was man möchte? Vereidigt, das weiß ich jetzt nicht, ob man vereidigt wird. Also wenn der dann lügt, stellt sich raus, der lügt, dann geht er dann nach Hause? Oder?
Wird er entfernt? Kriegt er eine Strafe? Oder was die, ist dann? Die gehen immer nach Hause, am nächsten Tag kommen sie wieder. Ja. Aber die bekommen keine Strafe, nein, weil sie sind eigentlich in der Hierarchie vom Präsidenten abhängig. Also ihre Loyalität gilt dem Präsidenten, also dem amerikanischen Präsidenten. Und der amerikanische Präsident weiß ja, dass die Invasion läuft. Ja. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich eine PR-Operation. Der UNO-Botschafter muss eigentlich sozusagen die Interessen des Landes verteidigen. Er ist in diesem Sinne nicht jemand, der Wahrheit verpflichtet ist, sondern dem Imperium. Und das ist eigentlich das, was wirklich auch in den Dokumenten rauskommt, dass natürlich sehr, sehr viel gelogen wird, dass auch natürlich dann Guatemala gesagt hat, nein, bei uns gab es nie und nimmer ein Trainingslager, stellen Sie sich vor, das würden wir doch nicht machen, wir würden doch auf keinen Fall Hand bieten zu so einer hinterhältigen... Ja. Das ist alles gelogen und das möchte ich natürlich auch den jungen Menschen erklären, dass nicht die UNO das Problem ist. Man sagt immer, die UNO funktioniert nicht, sondern das Problem ist die Lüge. Die internationale Politik ist heute durchsetzt mit Lügen. War sie das nicht immer? Doch, das war sie schon immer, aber wir sind jetzt 7 Milliarden Menschen, wir sind ein bisschen mehr als früher. Im Jahre 1800 waren wir nur 1 Milliarde. Zudem haben wir Atombomben, wir haben Drohnen, also wir sind heute hoch bewaffnet und jetzt wäre eben Zeit, dass wir lernen, friedlich zu koexistieren. Mhm. Weil wenn wir es nicht machen, dann wird das einfach ein sehr chaotisches 21. Jahrhundert. Mhm. Und das ist ja die Frage, was wollen wir? Und da möchte ich mich für das Völkerrecht engagieren, da möchte ich mich für die UNO-Charta engagieren. Mhm. Und da denke ich, können wir sehr, sehr viel von den letzten 70 Jahren lernen. Hier hört man ja nicht nur den Historiker, hier hört man den Friedensforscher. Sie betreiben ja mit Cyper auch ein Friedensforschungsinstitut in der Schweiz. Aber bevor wir gleich darauf kommen, auf diese privaten Dinge, die wir heute hier noch erfahren werden, nochmal zurück zur UNO. Also ich habe das zum ersten Mal jetzt hier richtig verstanden, dass die UNO ja gegründet wurde als Reaktion auf die Verbrechen, die im Zweiten Weltkrieg passiert sind. Ja. Die sind ja natürlich passiert aufgrund von überhöhtem Nationalismus, sage ich jetzt mal einfach runtergebrochen. Ein Land hat sich über das andere gestellt, eine Herrenrasse dargestellt und dann gesagt, wir dürfen das, weil wir sind auserwählt. Genau. So, und das unter dem Nationalen verkauft, schließt euch an und so weiter. Ja. Wenn wir sehen, was wir heute in der UNO haben, dann sind es ja vor allem wieder nationale Interessen, spezielle nationale Interessen von diesen 5 zum Beispiel, vor allem von den Vereinigten Staaten. Das heißt, das, was die UNO eigentlich vom Tisch, das ist jetzt viel stärker als vorher. Nur, dass diese Nation, die jetzt oben mitmischt, viel massiver, viel aggressiver und viel besser bewaffnet ist, als das Adolf Hitler war. Ein ganz anderes Budget und eine ganz andere Propagandamaschine, als Goebbels hatte. Ja, natürlich. Also die Bewaffnung heute ist etwas ganz anderes als die Bewaffnung von 1939. Mhm. Wenn man die Panzer anschaut von 1939, das ist ja wirklich, heute sieht man das nur noch im Museum und man lächelt darüber, weil sie ja mehr oder weniger nicht vorwärts kommen. Heute haben sie natürlich einen absolut hochgerüsteten militärisch-industriellen Komplex. Wir wissen sehr gut, wie man tötet. Aber warum ist das nicht durchgekommen? Es gab damals ja auch diese historische Figur Gary Davis. Ja. Gary Davis war ein amerikanischer Bomberpilot, der dann schwer depressiv wurde, nachdem der Krieg vorbei war, weil er gesehen hat, was er eben im Auftrag seines Landes getan hat. Ja, hat trotzdem Leute umgebracht. Das fühlt sich nicht gut an. Und dann war er derjenige, der diese Weltbürgerorganisation gegründet hat und sich den ersten Pass selbst gemacht hat. Er ist Weltbürger Nummer 1 und ist auch vor der UNO aufgetreten, einfach mal über den Balkon gestiegen, hat eine Rede, dass die dort nicht das Volk repräsentieren, sondern dass es eben, dass sie Nationen präsentieren. Und er kam damals zum Schluss, der Krieg war eben ein Grund aufgrund von Nationen. Jetzt ist das wieder eine Vereinigung von Nationen. Wir müssen diese Nationen überwinden. Wir müssen uns als Spezies verstehen. Daraufhin, also man muss Gary Davis als jemand sehen, der quasi die Initialzündung auch war für Attac oder Greenpeace, dass man sagt, hey, wir haben einen Planet, eine Spezies, wir haben lokale Farben, aber letztendlich sind wir eine Spezies. Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Weil natürlich die Nationalstaaten die bestorganisierten Einheiten sind. Man kann heute sagen, ja gut, es gibt aber auch noch Einheiten wie große Konzerne, wie BMW, wie Apple oder wie Coca-Cola oder wie die UBS. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, die Nationalstaaten haben halt immer noch das Recht zu töten. Ja, das muss man sehen. Also es ist so, dass die Bundeswehr, wenn sie in Afghanistan ist, gemäß deutschem Recht, Wenn sie in einem Kampf sind, gibt es Tote. Ja. Wenn sie aber als privater Tourist von Deutschland nach Afghanistan gehen und dort jemanden erschießen, dann ist das illegal. Kann man sagen, ja, was ist denn jetzt der Unterschied? Ja, sie tragen Uniform. Das ist der Unterschied. Wäre es nicht konsequent mit der UNO-Gründung gesagt, wir machen eine Weltarmee und nur wenn die UNO beschließt, ohne diese Veto-Geschichte? Ja, das war die Idee. Man wäre doch viel konsequent, das könnte man doch nachholen. Ja, nein, man hat gesagt, wir machen eigentlich, Krieg wird illegal.
Und dann haben wir gesagt, ja, aber es braucht doch irgendwie noch eine Nottruppe. So, wenn irgendwo ein Problem ist, muss man vielleicht doch Gewalt einsetzen. Dann haben wir gesagt, ja, aber das ist ja nur dann, wenn der UNO-Sicherheitsrat sagt, jetzt darf man Gewalt einsetzen. Das war halt die Idee. Mhm. Aber eigentlich, was wir heute beobachten, ist, dass wir sehr starke nationale Strukturen haben. Wir haben eben eigentlich nicht diese Idee vom Weltbürger, die ist gar nicht so stark, sondern die Menschen sind gespalten. Die Hauptspaltlinien sind Nationen, das heißt Deutsche gegen Russen. Das ist so eine Technik, die zum Beispiel George Friedman sagt, das ist ein amerikanischer Geostratege, sagt, man muss die Deutschen gegen die Russen hetzen, wenn die sich gegenseitig wieder umbringen, zum Beispiel in der Ukraine oder wo auch immer man ein Schlachtfeld aufmachen kann, dann schwächen sie sich. Und dann sind eigentlich diese zwei anderen Staaten schwach. Mhm. Und das ist dann im Interesse der USA. Also wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Genau. So läuft das. Genau. Mhm. Und also dieses nationale Spalten, das ist immer noch leider ein großes Problem. Das Zweite ist, dass wir entlang den Religionslinien gespalten werden, dass auch innerhalb einem Land, wie zum Beispiel im Irak, haben wir verschiedene Gruppen, Ethnien nennt man die. Was ist eine Ethnie? Eine Ethnie ist eigentlich ein Volk. Was ist ein Volk? Ein Volk spricht die gleiche Sprache oder hat die gleiche Religion. Teilt sich ein Territorium? Teilt sich ein Territorium, etc. Es gibt ein paar, teilt eine Kultur, teilt eine Geschichte, hat ein Essen, das sie, eine kulturelle Tradition, welches Essen sie mögen, wie sie das kochen, etc. Welche Lieder sie singen. Und jetzt hat man natürlich im Irak die Schiiten, die Sunniten und die Kurden und die kann man sehr gut gegeneinander hetzen. Ja, durch Intrige. Durch Intrige. Und das ist das Gleiche in Jugoslawien. Da hat man natürlich in Bosnien, da hat man die Kroaten, die bosnischen Kroaten sind Katholiken, sind Christen, da hat man die orthodoxen Serben und dann hat man noch die Muslime, die bosnischen Muslime. Und das war interessant, dass die NATO damals auf der Seite der Muslime war in Jugoslawien. Das haben viele schon wieder vergessen. Und dass man damals, sie war auch die Luftwaffe der Muslime. Ja, die NATO war die Luftwaffe der Muslime und eine ihrer Special Forces war Osama Bin Laden. Al-Qaida hat damals im Jugoslawienkrieg, waren die praktisch Aufbereiter, UGK und Anfacher des Konfliktes gegen die orthodoxen Serben. Genau. Das viele, also das heißt, ist so korrupt, man kann es auch tauschen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, weil im Kern geht es ja dann am Schluss eigentlich um Macht und um Geld. Mhm. Es geht ja gar nicht um Gerechtigkeit. Also man hat ja, und das ist auch eine der großen Enttäuschungen, die auch viele Leute jetzt spüren, wenn sie von der Politik enttäuscht sind, ist es nicht so, dass sie jetzt enttäuscht sind, weil hier oder dort sozusagen keine Müllabfuhr war oder so. Das ist ja gar nicht die große Enttäuschung. Da sagt man einfach, das ist logistisch nicht ideal, räumt bitte den Müll weg. Wir bezahlen ja auch Steuern. Sondern die große Enttäuschung ist eigentlich immer wieder, dass die Politik gelogen hat und getötet hat. Also gerade jetzt dieses Beispiel Serbien, das wir angesprochen haben, da hat man in Deutschland die amtierende Regierung, SPD und Grüne, Schröder, Joschka Fischer und Verteidigungsminister Scharping, haben gesagt, es gibt KZs. Es gibt KZs in Serbien, da hat der Scharping gesagt. Ja, da kann man dann mit der deutschen Geschichte nicht weggucken, da muss man in die Spur kommen. Ja, und dann wird natürlich die Bevölkerung, da wird wirklich ein Trauma aktiviert. Also auch bei den Amerikanern, als die den Irak überfallen haben, hat man gesagt, das ist wegen Terror und da wird das Trauma 9-11 aktiviert. Aber in Deutschland wurde mit dem KZ-Vergleich eigentlich das Trauma Drittes Reich aktiviert. Und Joschka Fischer hat gesagt, ich habe gelernt, nie wieder Krieg, aber ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz. Und das ist eine so hinterhältige Formulierung, weil das hat die Friedensbewegung völlig gespalten, weil die Leute wussten dann nicht mehr, ja, stimmt, ja, nie wieder Krieg, aber ja, wenn jetzt da ein KZ ist, dann muss ich doch irgendwie doch für den Krieg sein, weil der Krieg hilft ja dann, das KZ aufzulösen. Mhm. Nur, es gab gar kein KZ. Ja. Und das ist natürlich das Extreme, dass wir hier wirklich sehr, sehr viel Kriegspropaganda sehen. Ich beschreibe das auch im Buch ganz genau, an welchem Tag hat das gesagt, Scharping, wo, was wurde dann diskutiert, wann sind die Bomben gefallen, gab es ein Mandat des UNO-Sicherheitsrates? Und die Antwort ist nein. Das heißt, wenn wir die illegalen Kriege systematisch, wirklich systematisch durchlesen. Jemand hat mir gesagt, das Buch in 2 Tagen gelesen. Jemand, der ein bisschen langsamer liest, hat halt 1 Woche. Aber es ist schnell zu lesen, es ist einfach zu lesen. Und wenn man das versteht, dann sieht man das Muster. Dann sieht man ein Muster. Und man sieht, wie die Religionen gegeneinander gehetzt werden, wie die Nationen gegeneinander gehetzt werden. Und aber das ist eben dagegen, das ist nicht die Idee der Friedensbewegung. Herr Dr. Ganze, da möchte ich reingrätschen, weil das ist das, was man hier klar sehen kann in diesem Buch. Man hat ja die UNO gegründet, um den Nationalismus zu überwinden. Das sollte man. Das heißt nicht die Nation auflösen, aber wollte eigentlich diesen Nationalismus, diesen wir sind die Größten, also dieser Fanatismus gegen andere, das sollte auf. Und heute hat der Nationalismus und die Nationen haben wieder Hochkonjunktur und Machiavelli auf allen, also die Intrige ist an allen Fronten. Wundert sich das? Also es ist so. In der Schweiz haben wir 170, also wir sage ich schon, die Schweiz hat 170 Jahre Frieden.
Ja, die Schweiz ist natürlich privilegiert. Das ist, glaube ich, gibt es ein Land, wo 170 Jahre sind? Nein, nein. So. Darum ist es für mich auch schön, dass ich das Friedensforschungsinstitut in Basel in der Schweiz habe. Weil das ist natürlich ein Land, das nicht, wenn ich jetzt sage, nicht am Zweiten Weltkrieg mitgewirkt habe, dann meine ich nicht, dass es keine, zum Beispiel, finanzielle Flüsse gegeben hat. Ja. Es gab finanzielle Flüsse für Bank, über die BITS, Zahlungsverkehr, BITS zum Beispiel. Wäre sehr spannend, das auszuleuchten. Können wir jetzt hier nicht tun. Aber die Schweiz wurde einfach als Territorium nicht bombardiert. Und sie hat auch keine Truppen im Ausland im Einsatz gehabt. Mhm. Die Schweiz ist neutral und das Prinzip der Neutralität ist bei uns Schweizern auch unglaublich tief in unserer Kultur verwurzelt. Trotzdem, wir wollen Schweiz nicht. Partnership for Peace, das ist so eine Vorform bei der NATO. Können Sie das so kurz erklären? Das heißt, die Schweiz kippt? Ja, das ist sehr, sehr traurig. Das habe ich auch im Buch erklärt. 1996 ist unser Bundesrat Flavio Corti, das ist der Außenminister, ist ja nicht bekannt weltweit, aber der ist nach Brüssel gefahren, hat dort ein Dokument unterschrieben und das nennt sich Partnership for Peace Dokument. Nur, wenn man das Dokument genauer studiert und überhaupt die historischen Abläufe sieht, dann sieht man, die Amerikaner haben nach dem Fall der Berliner Mauer zwei Dinge gemacht. Sie wollten erstens die NATO ausweiten bis an die russische Grenze. Das haben sie gemacht, obwohl eigentlich das Versprechen da war, keine Osterweitung zu betreiben. Aber heute haben sie Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Bulgarien, Tschechien, Slowakei, alles in der NATO. Also Belke hat Gorbatschow über den Tisch gezogen mit, wir werden uns keinen Inch, das stimmt, es ist kein Inch, sondern es sind gleich Quadratkilometer. Von daher ist es richtig wieder. Ja, aber das ist eigentlich ganz tragisch, weil da hat man eigentlich eine Chance verpasst. Oder man hätte, die Abmachung damals war, dass die DDR und die BRD zusammenkommen dürfen und dann auch in die NATO rein dürfen. Das war wirklich abgesprochen zwischen Moskau und Washington. Was eben nicht abgesprochen war, war diese Osterweitung. Und das empfinden die Russen ja wirklich als Bedrängung. Und ja, nach Operation Barbarossa kann man das verstehen. Also das ist der Feldzug von Hitler gegen die Sowjetunion, die dann 27 Millionen Tote hat. Also das muss man einfach mal kurz einordnen. Aber das, was ich eigentlich jetzt erklären wollte, ist das mit der Schweiz. Die Schweiz und andere Länder, die waren und sind neutral. Schweden auch, Finnland und Österreich. Und die hat die NATO aber trotzdem näher an sich binden wollen. Und dann haben die Amerikaner die Partnership for Peace erfunden. Das heißt, sie haben einen Begriff definiert, der sich super, ja, hört sich irgendwie super an. Partnerschaft ist immer schön und for Peace, für den Frieden. Also ist keiner dagegen. Genau. Und wir hatten zudem keine Abstimmung in der Schweiz über dieses Thema, was ich ärgerlich finde. Und viele Schweizer wissen gar nicht, dass wir in dieser Partnership for Peace sind. Aber ich sage halt, man muss hier ein bisschen genauer hinschauen, weil meiner Meinung nach ist das eine Partnership for War. Weil hier wird die Neutralität der Schweiz angegriffen und wir werden zur NATO hingezogen. Es ist ein bisschen wie ein Trainingslager für eine spätere NATO-Mitgliedschaft. Was man eigentlich macht, ist, man führt sozusagen Englisch ein auf den höheren Offizierstufen. War jetzt in der Schweiz nie sozusagen die Sprache der Wahl. Einfach, dass man Französisch und Italienisch? Eher Französisch, Italienisch, Deutsch und Romanisch. Aber dass man eigentlich diese englische Doktrin übernimmt, bedeutet nur Interoperabilität mit den NATO-Stäben. Also man macht kompatibel. Genau, man macht kompatibel. Man schaut auch, dass zum Beispiel die Anhängerkupplung dann funktioniert, wenn ein Lastwagen von der NATO und Lastwagen von der Schweiz, dass das zusammengeht. Und das geht völlig am Volk vorbei. Auch die Österreicher, viele wissen nicht, dass sie in der Partnership for Peace sind. Und da muss man sich wirklich fragen, warum übernimmt man diesen Begriff einfach blind? Ist denn die NATO eine Kraft für den Frieden? Also ist sie ein Partner for Peace? Und dann sage ich, ja, wenn das Peace ist, was wir in Afghanistan, was wir im Irak, was wir in Libyen haben, das ist ja alles, das ist zerstörtes Land, das ist... Da muss man doch einfach sozusagen auch empirisch viel genauer arbeiten und sozusagen einen Hund nicht als eine Katze bezeichnen. Also wenn das Peace ist, dann kann man auch im Nachhinein noch Adolf Hitler den Friedensnobelpreis übergeben. Ja. Aber wenn man sich aus der Sicht der NATO die Karte von oben anguckt, Europa, Eurasien, sieht man natürlich, dass die Schweiz und Österreich da noch so eine Lücke sind, auch Jugoslawien, lange Teile davon, das muss man schließen, das muss ein Raum sein, das stört so ein bisschen. Ja, das ist natürlich ich schreibe im Buch auch, dass ich die USA als Imperium bezeichne und aus der Sicht, was für viele Leute schon mal sehr ungewohnt ist, für mich als Historiker, das ist ein ganz normaler Begriff, um einfach zu erklären, das ist das mächtigste Land der Welt im Moment. Früher war es ein anderes Land, das war mal das britische Imperium, mal war es das römische Imperium. Aber wenn wir nicht die richtigen Begriffe nehmen, können wir die sich entfaltende Realität überhaupt nicht beschreiben. Herr Ganser, wir kommen jetzt gleich zu den Begriffen. Es geht nämlich um die Meinungs- und Deutungshoheit. Sie sprechen von Framing, wenn Sie im Moment das Buch über Vorträge vorstellen und einzelne Kapitel in Vorträgen jeweils 2 Stunden oder 2,5 vorstellen. Aber bevor wir das tun, dieses Framing, dass ich nämlich das, was ich sehe,
anders einordne, anders interpretiere, nicht falsch interpretiere aus der Sicht des Imperiums, dann ist ein Krieg eben kein Krieg, sondern das ist eigentlich, sonst kein Krieg wäre unterlassene Hilfeleistung. Deswegen ist Krieg Hilfe. Also das wird ja so gemacht, das ist ja, ja. Deutsch. Möchte ich Sie was anders fragen? Warum sind Sie denn überhaupt außerhalb des Historikers auch noch Friedensforscher geworden? Es hat ja was mit Ihrem Großvater zu tun. Sie ja. haben ja deutsche Vorfahren, die ja. nach... die in die Schweiz eingewandert sind, die Schweizer wurden, und ihr Vater selber hatte ja wohl noch deutsche, hatte ja noch einen deutschen Pass, wenn ich das richtig ja. am Anfang, der sollte ja bei der auf der deutschen Seite im Zweiten Weltkrieg mit einsteigen, hat es ja. nicht getan. 2014 ist er gestorben und Sie sind dann auch über auch einen Brief gestolpert. Der hat ja wohl verweigert, wenn das damals so genannt wurde. Ja. Ja? Wie können Sie erklären, was hat das mit Ihrer Familie zu tun, dass Sie Friedensforscher wurden? Also ich bin sehr davon überzeugt, dass jeder sehr stark geprägt wird durch das Land, in dem er geboren wird, durch das Jahr, in dem er geboren wird und auch durch die Familie, in der er aufwächst. Also das ist einfach eine Konstante, auch der Mikrogeschichte, wo man das eigentlich untersucht. Das ist ein Riesenunterschied, ob Sie 1979 in Vietnam geboren sind oder ob sie 2011 in Chile geboren sind. Also einfach, das sind ja ganz andere Frames. Und bei mir war es so, meine Eltern sind beide in der Schweiz geboren. Die Großeltern von meiner Mutter, die sind auch in der Schweiz geboren. Also das ist so eine lange Schweizer Linie. Aber bei meinem Vater ist es so, dass seine Eltern beides Deutsche waren. Und die waren früh im 20. Jahrhundert in die Schweiz eingewandert. Das heißt, als Hitler dann im Zweiten Weltkrieg zu wenig Leute hatte, als schon viele gestorben waren, suchte er noch sozusagen die Kinder der Deutschen, die in der Schweiz sind. Ja. Ja, obwohl die in der Schweiz geboren waren, aber ja. hat er gesagt, die sollen jetzt auch noch kommen und ja. an die Front. Und dann hat also der deutsche Generalkonsul hat meinen Vater einberufen, ja, und hat gesagt, sie müssen jetzt Kriegsdienst leisten. Und mein Vater ist auch tief von dieser Überzeugung geprägt gewesen, dass man die christliche Ethik so auslegen muss, dass es eben falsch ist, andere Menschen zu töten und dass es eben auch falsch ist, in anderen Ländern einzufallen. Mhm. Das ist eigentlich dieser Respekt vor dem Leben, dieser hat ihm immer viel bedeutet. Und er hat dann gesagt, ich komme nicht. Und er hat gesagt, ich werde an diesem Krieg nicht mitmachen. Und ich habe dann auch diesen Brief, er hat dann zwei Entwürfe geschrieben, war irgendwie, ich glaube, 25, muss ich jetzt nochmal nachrechnen, aber ja. er war jung, er war Student damals und er hat dann auch mit sich gehadert, weil er hatte Angst ja auch. Ja. Er wusste, wenn ich jetzt nicht gehe und ja. ich gehe dann irgendwie über die Grenze und ich werde festgenommen, dann werde ich erschossen. Weil das ja Ihr Vater war aber Theologe. Genau, er war Theologe. Also das für ihn, du sollst dich töten, das war stand höher wie der Einberufungsbefehl des Führers. Genau, er hat auch geschrieben, er muss sich nur jemanden verantworten. Das war für ihn die höchste Instanz, war ja. immer die göttliche Instanz. Und er hat dann einfach gesagt, ich kann es nicht verstehen, dass unser christliches Abendland und auch das christliche Deutschland ja. Sozusagen diese ethischen Prinzipien einfach so weggeworfen hat. Er hat das heißt, kann man sagen, Ihr Vater war angewidert von diesem Faschismus und von diesem überhöhten Rassewahn und diesem ganzen ja. Menschenspalten in Untermenschen und Herrenrasse, das ging ihm also gegen den Strich? Ja, das wollte er auf keinen Fall. Ich meine, es ist natürlich dann, er ist in der Schweiz geblieben, es war natürlich auch ein Vorteil für ihn, nicht in den Krieg zu gehen, aber es war auch ein Prinzip für ihn, dass ja. er einfach sagt, diese Art, andere zu töten und zu überfallen, ist nicht christlich. Das war seine Hauptposition. Und ich hab natürlich viel mit ihm diskutiert. Ich habe dann selber Philosophie studiert, habe dann auch Theodizee, also die Frage, wie kann man überhaupt beweisen, dass es einen Gott gibt und wenn er allmächtig und allgütig ist, warum gibt es dann Krieg etc. Also wir haben viel diskutiert. Ja. Wir waren überhaupt ich kann nicht Auschwitz zulassen, so grundsätzliche Fragen. Ja, grundsätzliche ja. Fragen, die ja immer wieder gekommen sind in der Geschichte. Also in der ganzen Geisteswissenschaft kommen diese Fragen immer wieder, wie kann es Auschwitz geben, wenn es einen allmächtigen, allgütigen Gott gibt etc. Das heißt, diese Fragen sind spannend, die haben uns immer wieder bewegt und ich bin auch nicht mit allen Punkten einig mit meinem Vater, überhaupt nicht. Er hat auch immer gefunden, ja, deine Bücher sind gut, aber du sprichst die Dinge ein bisschen direkt an, das ist vielleicht gefährlich. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das muss eben so sein, weil ich schreibe ja nicht irgendwie verklausuliert, damit es niemand versteht und damit ich Hauptsache in Sicherheit leben kann, sondern mein Ziel ist wirklich, die Dinge
direkt anzusprechen. Würden Sie sagen, das ist im Grunde mit einer Linie mit den 10 Geboten, die sind ja auch nicht im Juristendeutsch verfasst. Da steht drauf, du sollst dich töten. Das versteht jeder sofort. Ja. Genau, nee, aber das ist für mich, ich sage mal in meiner persönlichen Geschichte, einfach eine ganz wichtige Erfahrung als Wissenschaftler, dass ich meine erste Arbeit, vielleicht darf ich das kurz erzählen, meine erste Arbeit habe ich geschrieben im Fachbereich Philosophie, gar nicht Geschichte, ich habe Geschichte studiert, Anglistik und Philosophie an der Universität Basel, das ist die älteste Universität der Schweiz, und meine erste Arbeit war zu Immanuel Kant. Und die Arbeit war zur Apriorität des Raumes, also Erkenntnistheorie. Kann man überhaupt erkennen, also über die Sinne, außerhalb von Raum und Zeit? Oder ist all unser Erkennen immer in Raum und Zeit? Also was ist ein Raum, wenn wir uns etwas ohne Raum vorstellen, wissen das? Ja. Ist das einfach schwarz, aber ist das eine schwarze Kiste oder wie ist es? Ja. Kurzum, spannende Frage, er hat mich sehr beschäftigt, habe ich eine Arbeit darüber geschrieben und habe die dann meiner Mutter gegeben zum Lesen. Ihre Mutter war Krankenschwester? Meine Mutter war Krankenschwester und freundlicherweise hat sie die Arbeit gelesen, weil es war ja meine erste Arbeit, so 20 Seiten pro Seminararbeit. Mhm. Ich war gerade 20 oder weiß nicht, 22, war auch ziemlich stolz. Und dann habe ich halt das Feedback erwartet. Habe ich schon gefreut. Ich habe gedacht, sie sagt, ja, aber das ist ein kluger Junge oder irgendwie sowas. Ja. Dann hat sie gesagt, weißt du was? Man versteht es nicht. Mhm. Und hätte ich ihre Mutter verstanden, die spricht doch bestimmt extrem Schweizerdeutsch. Ja, sie kann auch Hochdeutsch. Wie redet die mit Ihnen? Und wie ja, Schweizerdeutsch. Ja, wir so. Reden einfach Schweizerdeutsch zusammen. Er hat sie einfach gesagt, ja, man versteht es praktisch nicht. Also so wie du schreibst, man kommt nicht raus. Okay, das kann ich noch dekodieren. Okay, also, aber ich glaube, wenn sie aufeinandertreffen, wird es schwierig. Nein, sie sagt, okay. Nein, man versteht es nicht. Ja, ja. Und dann hat sie auch gesagt, warum schreibst du so, dass man es nicht versteht? Und da habe ich mir damals schon gemerkt, ganz früh, dass ich eben so schreiben möchte, dass man es versteht. Mhm. Also ich führe alle Begriffe immer ein, ich nehme nicht Begriffe, die nicht eingeführt wurden. Und ich habe auch die Dichte von Fremdwörtern oder von Namen oder von Zahlen pro Seite, halte ich in einem gewissen Rahmen, sodass es flüssig bleibt. Das war immer mein Anspruch. Mhm. Damit das Wissen nicht nur, dass man sich ja gegenseitig auf die Schulter klopft, ich habe das ganz toll gefunden, das ist ja oft so an den Unis. Ja, ne? Das passiert dann ja. Ja, das war ganz toll, ich habe es auch kaum verstanden, aber das ist auf so einem hohen Niveau und ja. Da kann man ja auch in solchen dicken Doktorarbeiten viel Unkenntnis oder wirkliches Verständnis verstecken in diesen vielen Fremdwörtern. Wenn es einfach geschrieben wird, dann bekomme ich relativ bei dünnen Doktorarbeiten relativ schnell mit. Aber das ist ja gar nicht schlüssig. Genau. Ja. Mhm. Nee, das ist übrigens gerade in der deutschsprachigen Wissenschaft ist das sehr dominant, dass man sich verklausuliert ausdrückt. Mhm. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich in Amsterdam studiert habe und mein Freund, meine WG, da waren verschiedene Studenten, der Kollege war aus England und der hieß James Macbeth. Und James hat mir dann gesagt, you know Daniel, actually the British system and the German speaking system is completely different, isn't it? Und da, also die zwei Bildungssysteme sind völlig verschieden. Und ich habe gesagt, ja, das ist schon so, ja. Hat sie gesagt, ja, weißt du, auch in der Sprache, ihr habt in der Schweiz habt so ein bisschen das deutsche universitäre System übernommen, habt ihr das nicht? Und ich sage, ja, ist schon ein bisschen so. Hat sie gesagt, ja, wir in Großbritannien, wir machen das ganz anders. Ich erkläre dir mal den Unterschied. Bei uns heißt ein Paper, und er war Ökonom, also Wirtschaftswissenschaften, hat gesagt, Inflation is dead. Ja, die Inflation ist tot. Das ist dann mal der Titel. Und in einem deutschen Papier würde es dann heißen, Tendenzen, dass in den 70er Jahren gewissen Preissegmenten im südbayerischen Raum die Volatilität, Struktur zurückgegangen ist. Und dann denkt man, man liest den Titel und versteht gar nicht, was er meint, oder? Ja. Und das heißt eigentlich, der deutsche Akademiker schützt sich sehr oft. Indem er sehr, 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 sehr differenziert ist. Dass man mir auf keinen Fall vorwerfen kann, Herr Ganser, das ist mein Stichwort. Die deutsche Kriegsindustrie, die Rüstungsindustrie weltweit, der industrielle, militärische Medienkomplex schützt sich auch durch Begriffe Framing genannt. Wenn Sie durch Europa fahren und Vorträge halten, dann haben Ihre Vorträge immer auch einen Slot, unter dem Sie erklären. Framing ist ein Slot, unter dem Sie im Moment auch Ihr Buch erklären, wenn Sie sich auf den Kosovo zum Beispiel konzentrieren. Ja. Können Sie uns den Begriff Framing erklären, der etwas mit Rahmen zu tun hat, mit Deutungshoheit? Ist das wichtig? Sehr. Das ist sehr wichtig, weil die Arbeit des Historikers ist ja eigentlich immer im Feld der Sprache. Ja. Also der Historiker schreibt ein Buch, hält einen Vortrag, geht an eine Konferenz, ich unterrichte im Moment noch an der Universität St. Gallen, arbeite dort mit den Studenten. Das ist ja immer mit der Sprache, immer Sprache.
Und wenn man dann über die Sprache nachdenkt, die Sprache auch verwendet, dann wird man irgendwann sicher zugeben müssen, wir wohnen im Haus der Sprache. Alles, was wir kennen, sind Begriffe und mit diesen Begriffen bewegen wir uns. Diese Begriffe heißen Freiheit, sie heißen Kommunismus, sie heißen Kapitalismus, sie heißen UNO, sie heißen NATO, sie heißen Unterschicht, sie heißen Syrien, sie heißen Schiiten, sie heißen Terroristen, sie heißen Geldschöpfung. Also es sind ganz viele Begriffe, die wir natürlich dauernd verwenden. Und was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass in der Kriegspropaganda das sogenannte Framing immer verwendet wird. Und Framing bedeutet, das ist ja aus dem Englischen abgeleitet, Frame ist ein Rahmen, also ein Bilderrahmen, zum Beispiel ist der Frame. Ja. Und der Frame, der sehr oft gebraucht wird, heute ist der Terrorframe. Das heißt, wenn jetzt der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan den Leuten sozusagen verkauft wird, sagt man, die Bundeswehr ist in Afghanistan, weil eben die Terroranschläge vom 11. September passiert sind und jetzt man versucht, die Terroristen zu jagen. Oder die Bundeswehr ist in Syrien. Das ist ein Terrorframe. Ist das ein vorgegebenes Erklärungsmuster, damit ich nicht selbst auf komische Ideen komme und vielleicht moralisch hinterfrage, sag mal, das ist doch, was machen wir da? So gibt es schon praktisch die Verpackung. So, genau. So musst du das sehen. Genau, das ist wie... Das sind Cornflakes, da musst du dich nicht wundern, auch wenn da Erdöl drin ist, das sind Cornflakes. Ja, es ist einfach, wir geben dir vor, in diesem Feld können wir jetzt argumentieren. Die Frage ist dann nur noch, wie bekämpfen wir Terror, wie bekämpfen wir Terror? Es ist nicht mehr die Frage, ist die UNO-Charta beachtet worden, als man die Soldaten losgeschickt hat? Weil das wäre ein anderer Frame. Man kann es vielleicht so sagen, wenn man Billard spielt, bewegen sich die Kugeln auf dem Tisch ja nur innerhalb von diesem Feld. Also sie schlagen an eine Wand und an die nächste Kugel etc., gehen auch ins Loch etc., aber sie bewegen sich immer auf diesem Tisch. Sie gehen nicht und springen irgendwie auf den Tisch, den 10 Meter weiter hinten steht. Und der Tisch, den man vorgibt, ja, ist der Frame. Das heißt, jemand von außen sagt, wir spielen jetzt Billard, mein Freund. Genau, und ich sage dir, was der Tisch ist. Und es ist der Terrortisch. Ja. Und du kannst dann noch die Farbe wählen, mal mache ich einen Punkt, mache mal du einen Punkt. Aber der den Tisch bestimmt, ja, der bestimmt eigentlich den Diskurs. Und man könnte dasselbe Ereignis auch nicht auf dem Terror-Billardtisch besprechen, sondern auf dem UNO-Charta-Tisch. Und da hieß es dann, schauen wir mal aus der Terroranschlag, okay, den sehen wir auf diesem Tisch, jetzt gehen wir mal aus der UNO-Perspektive, ist ein Perspektivwechsel. Genau. Das heißt, was wir jetzt dort machen, ist nicht gedeckelt mit der UNO, das ist also verboten. Und damit wir nicht auf die Idee kommen, bleiben wir hübsch an diesem Terrortisch. So ist es genau. Also es ist eigentlich... Wenn wir Nietzsche, den doch wichtigen deutschen Philosophen, ernst nehmen, dann müssen wir hinhören, wenn er sagt, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Das ist eine fundamentale Weisheit der Erkenntnistheorie. Ja. Und wenn wir sagen, alles Sehen ist perspektivisches Sehen, dann gibt es ja eigentlich nur die Möglichkeit, dass man hin und wieder die Perspektive ändert. Das ist es. Mhm. Sonst wird man dogmatisch, man verhängt in einer Perspektive und wenn man die dann noch mit Gewalt verteidigt, dann ist es Fanatismus. Mhm. Und das eigentlich, was ich immer wieder auch mit meinen Büchern mache, ich wende einen anderen Frame an. Das heißt, ich nehme hier den Afghanistan-Krieg, der in Deutschland unter dem Frame Terror verkauft wurde. Ja, man hat Terror, Terror hier, Terror dort, Terror überall. Und dann sage ich, ja, wenn wir jetzt diese ganzen Terrorwörter mit UNO ersetzen würden, dann würden ja die Leute plötzlich an etwas anderes denken. Die würden an die UNO denken. Ah, die UNO-Charta, die gibt es auch noch. Ah, käme zu anderen Schlüssen. Ja, völlig. Ja. Das macht einen riesen Unterschied. Mhm. Das macht einen riesen Unterschied, welche Begriffe sie wenden. Frame bedeutet eigentlich Deutungsrahmen. Mhm. Ja, es ist den Leuten gar nicht bewusst, dass man sie in einem Deutungsrahmen hält und sie fühlen sich dann, solange sie es nicht selber reflektiert haben, dort drin auch irgendwie gefangen. Mhm. Da wird sozialer Druck auch erzeugt. Genau, man sagt, man muss doch was machen gegen Terror. Mhm. Ja, oder der Einsatz gegen Serben 99 ohne UNO-Mandat wurde ja unter dem Frame humanitärer Krieg gebracht. Und dieser Frame ist eben auch verlogen. Also man hat so ein paar Frames, ein Frame ist noch böser Mann. Ja. Dann Saddam Hussein ist einfach böser Mann. Das ist ja immer die Wiedergänger Hitlers. Ist das genau, die kommen aber dauernd, diese Wiedergänger. Genau, und die muss man einfach bombardieren, also spielt der UNO-Frame keine Rolle. Ja. Putin, Milosevic, Gaddafi, genau, Fidel Castro. Ja, das sind immer die alte Leier. Und es ist natürlich so, dass eigentlich das, was wir heute brauchen, ist eine Kompetenz bei den Medienbenutzern, dass sie erkennen, was ist denn das für ein Frame? Mhm. Was wird mir hier gerade vorgesetzt? Es gibt also auch eine Frame-Industrie, die eben diese Meinungshoheit kreiert. Da gibt es Spin-Doktoren, da gibt es PR-Agenturen, die sehr erfolgreich arbeiten. Ich erinnere mich zum Beispiel, damals bei Kuwait hat man dieses Mädchen auftreten lassen, die diese Brutkastenlüge erfunden hat. Das war Hillary Knowlton, die schon oft aktiv war, die auch schon für die Tabakindustrie gearbeitet haben und die dafür sorgen, dass Handystrahlen nicht gefährlich sind. Atomenergie ist total super. Ja. Die lassen ihre Experten auftreten, das wird überall verbreitet. Ja. Und dann sagen das alle, aber das ist alles unterwandert. Also das ist schon gut gemacht, auch im kulturellen Bereich arbeitet man überall. Ja.
Kongress der Kulturen in Paris, da waren viele drin, die wussten gar nicht, Sartre und Co., dass das von der CIA finanziert ist, um deren Sichtweise kennenzulernen. Das ist sehr, sehr geschickt gemacht, hat an diesem Tisch schon Herr Mausfeld sehr gut erklärt. Das ja, ist so das, gut das gemacht, war, so unsichtbar gemacht, dass man das gar nicht merkt. Ich habe den noch nie getroffen, aber ich finde seine Vorträge gut und ich finde es auch super, dass Sie den interviewt haben, weil das ist ja jetzt die Möglichkeit mit dem Internet, dass wir wirklich spannenden Menschen zuhören können, ohne dass wir jetzt, wo ist er, in Hamburg, dorthin fahren müssen. Ja. Naja, Sie werden sich vielleicht noch an diesem Tisch Positionen wiederfinden, da gehe ich von aus, dass es klappt. Aber ich möchte mal zu Ihrem Frame kommen. Sie sind ja eher Aufklärer, was das dann angeht. Sie entzaubern den Frame, Sie sind ja praktisch Copperfield. Copperfield verrät den Trick. Copperfield, der Zauberer. David Copperfield, der verrät jetzt den Trick, also dann wäre er raus aus dieser Vereinigung der Zauberer. Aber Copperfield verrät den Trick doch nie, das oder? Tut er nicht, aber Sie würden machen das ja, weil wenn Sie jetzt sagen... Ich verrate die Tricks der NATO. So, und das heißt, Sie verraten die Tricks der Kriegsindustrie, der NATO, einen Krieg nicht als Krieg zu sehen, sondern als humanitäre Aktion, Intervention als Peacekeeping Operation, dann ist ein Terrorist auch kein Terrorist mehr, sondern das ist ein Mujahedin oder das ist ein Rebell, das ist ein Contra. Ja. Jetzt entzaubern Sie das ein bisschen. Genau. Und so. Und das ist auch ein Frame. Das sind die Verschwörungstheoretiker, oder? Was ist das dann? Welcher Frame ist das dann? Ja, oder läuft das noch unter böser Mann? Nein, es ist natürlich so, wenn ich zeige, wie Kriegspropaganda funktioniert oder wenn ich zeige, die UNO-Charta wird nicht geachtet, in den Medien wird gelogen, es werden Feindbilder aufgebaut, diese Feindbilder sind dadurch sozusagen wirksam, weil sie auch Trauma bewegen. Also wenn ich sage, wenn man in Deutschland das Wort KZ nimmt oder wie es Sharpin gemacht hat, dann ist das nicht irgendeine Kommunikation, sondern das geht ganz, ganz tief. Und da sind wir bei der Konditionierung. Genau, und ich kann ja das dann belegen, oder? Ich sage nicht, ich denke, so könnte es sein, sondern ich kann sagen, so ist es. Ja. Ich habe das recherchiert, das hat er gesagt und dann hat man Serbien bombardiert. Mhm. Und ich untersuche, was denken denn die amerikanischen Soldaten, die im Irakkrieg sind, die dort Iraker erschießen und die sind in einem fremden Land, oder? Und dann sehe ich, dass die glauben, 80% von denen haben in einer Befragung gesagt, sie glauben, sie sind dort, weil sie glauben, dass Saddam Hussein, also der Präsident vom Irak, dass der etwas mit 9/11 zu tun hat. Aber Framing bedeutet, das glauben sie nicht aus freien Stücken, das ist Gehirnwäsche. Das ist Gehirnwäsche, genau. Und diese Gehirnwäsche lege ich frei und sage, sehen Sie, das ist eben ein Prinzip, das Goebbels schon eigentlich angewendet hat. Goebbels hat ja gesagt, es kommt nicht darauf an, ob etwas wahr ist, sondern es muss einfach immer wiederholt werden und zwar auf allen Kanälen laufen. Und wenn jetzt halt immer wieder heißt, man muss Syrien bombardieren, weil dort gibt es Terror und wir bekämpfen den Terror, dann haben wir das Gefühl, das ist eine kohärente Analyse. Also die Lüge wiederholen, das hat ja auch schon Napoleon gesagt, nur dadurch kann man vermitteln. Ich finde es sehr absurd, das wird im Buch ja auch beschrieben, in den Vorträgen habe ich es auch gesehen, dass man sogar vollkommen absurde Dinge behaupten kann, wie zum Beispiel, dass beim 11. September alles in Schutt und Asche lag, nur ein Pass ist völlig unverbrannt, lag er irgendwo. Nee, und das war ein Attentäter in der Maschine. Genau. Huch, man findet zwar kein Triebwerk, die man alles pulverisiert, keine Bürostühle, Stahl ist weg, aber dieser Pass vollkommen unversehrt, völlig unverbrannt. Das ist der Pass. Das sage ich einfach und das stimmt dann, indem ich das immer wiederhole. Das ist ganz gut, das ist ein wichtiger Punkt. Also das ist dieser Pass von Saddam al-Sukami. Und der wird auf ABC News, das ist ein amerikanischer Mainstream-Sender, am 16. September, das ist also 5 Tage nach den Anschlägen, heißt es, FBI-Mitarbeiter haben den Pass gefunden von Saddam al-Sukami, einem der Terroristen, der mit dem Flugzeug in einen der Türme reingeflogen ist. Muss man sich das vorstellen? Mhm. Das ist eine Person in einem Flugzeug und die hat noch einen Pass auf sich. Klar. Die hauen sich ins Gebäude rein. Ja, das Triebwerk, das findet man nicht, aber den Pass findet man noch. Büromöbel, alles pulverisiert, alles weg, aber den Pass hat man noch. Und da, wenn ich das als Historiker aufgreife und sage, ich bitte Sie, ist das eine kohärente Geschichte, die Sie uns erzählen? Oder ist das eine Geschichte, um die Ausgaben für mehr Rüstung zu legitimieren? Wenn Sie das in Amerika im Hollywood als Drehbuch, das als Plot bringen würden, dann würde der Regisseur sagen, das ist nicht plausibel. Das kauft uns niemand. Das würde keiner drehen. Das ging schlechte Story. Dann würde man mit Rot reinschreiben und sagen, hier, das funktioniert nicht. Mhm. Der muss irgendwie den Pass irgendwo anders verlieren, aber nicht im Flugzeug. Ja. Aber wenn ich das aufwerfe, ich habe ja zum Beispiel sehr intensiv mich mit dem Einsturz von World Trade Center 7 befasst. Dieses dritte Gebäude wurde nicht getroffen durch ein Flugzeug, ist aber auch zusammengestürzt am 11. September 2001. Und im offiziellen Untersuchungsbericht, dem sogenannten 9/11 Commission Report, den 600 Seiten dick, mussten meine Studenten an der Uni Zürich und auch an der Uni Basel lesen, die Armen, wird es nicht erwähnt. Aber sobald ich diese Fragen stelle,
Ja, wird dann auch ein Frame, das ist tatsächlich passiert, auf mich angewendet. Dann heißt es einfach, ja, das Ganze ist ein Verschwörungstheoretiker, der stellt da Fragen, die sind gar nicht erlaubt. Also, dann ruft das State Department in der Schweiz an und sie werden aus der Uni entlassen, weil sie Fragen stellen, weil sie Forschung betreiben. Da wird die Forschung politisch. Ja, ich wurde nicht gerade entlassen, aber es war halt, der Druck hat einfach zugenommen, dass ich diese Forschung nicht weitermache. So war es eigentlich. Und das amerikanische, die amerikanische Botschaft in der Schweiz hat dann gesagt, Daniele Ganser, Doktor an der Forschungsstelle für Sicherheit, Politik der ETH Zürich, also ziemlich hochrangige Position, auch was Fragen der internationalen Sicherheitspolitik betrifft, hat kein Recht, hier neue Fragen zu 9-11 aufzuwerfen. Das sind alles nur Verschwörungstheorien. Und ist die Forschung nicht frei? Nein, die Forschung ist bei 9-11 leider nicht frei, das muss ich schon sagen. Also ich habe das selber erlebt, Sie können schon, ich sag, kann ja nur für die Kollegen Historiker sprechen, wenn Sie zum Burgenbau im Mittelalter forschen, sind Sie frei, ja, völlig frei. Es interessiert aber auch niemanden. Aber wenn Sie zu 9-11 forschen, sind Sie unter einem großen Druck, eigentlich die Geschichte von Präsident Bush zu bestätigen. Mhm. Ja, man muss sich das so erinnern. Der Historiker als Berufsgattung hat im Mittelalter eigentlich den König beschrieben, gesagt, unser König ist der Klügste. Er ist weise, er ist gerecht. Seine Feldzüge sind alles wunderbare Siege. Unsere Armee ist die stärkste. Dann hat er eine kleine Wohnung bekommen, hat immer zu essen. Und ja, Hofberichterstatter. Genau. Er musste den König loben, ja. Und natürlich die Kirche. Die Kirche, sie hilft uns, damit wir uns orientieren können zwischen Himmel und Hölle. Und zum Glück haben wir die Möglichkeit, der Kirche ein bisschen Geld zu geben, weil mit diesem Geld finanziert sie dann auch wieder unser Gemeinwesen. Und also, wenn er das nicht gemacht hat, wenn der Historiker geschrieben hat, der König ist korrupt, seine Kriege sind illegal, er lässt die Ärmsten foltern und er bereichert sich selber, dann wurde er erhängt. Ende. Der ist einfach gestorben. Ja. Und das heißt, wir sind heute in einer privilegierten Situation. Wir kommen auf den digitalen Scheiterhaufen. Ja, das ist ein digitaler Scheiterhaufen, ist ein gutes Wort. Also ich muss vielleicht so sagen, es ist immer so, und das weiß ja auch der Historiker, dass er Machtmissbrauch ansprechen muss. Es ist unsere Pflicht. Also ich auch Linguisten verstehen das. Noam Chomsky, ein ausgezeichneter Linguist in den USA, den ich auch besucht habe am MIT, habe ihn gefragt, ja, was denkst du denn, was ist denn die Aufgabe des Intellektuellen oder gerade des Historikers? Und da hat er ganz klar gesagt, speak truth to power. Also man muss gegenüber den Mächtigen die Wahrheit sprechen. Aber er hat eben auch gesagt, dass es neben dem Imperium ein zweites Imperium gibt, das ist die öffentliche Meinung. Ja, er hat gesagt, die öffentliche Meinung ist eigentlich dieses Feld, wo das Imperium am meisten Mühe hat, die Leute in die eine oder andere Richtung zu lenken, weil die Leute gerade jetzt in der Informationsrevolution können sich ja ihre Informationen selber zusammensuchen. Ist Trump das Ergebnis, dass die Massenmedien nicht mehr durchkommen, dass sie sich komplett verschätzen, dass die Menschen sagen, in großen Massen, das habe ich aber anders gehört und ich wähle dann anders. Können wir das daran sehen, wir leben doch in einer sehr spannenden Zeit. Also, spannende Zeit, das kann man so sagen. Informationsmonopol, man muss nicht ZDF gucken, man muss auch nicht NZZ lesen. Genau. Dass das die NZZ Propaganda produziert, das haben Sie gerade im Vorfeld nochmal bestätigt. Na, ich habe halt gerade jetzt einen Link bekommen von Swiss Propaganda. Das ist eine Webseite, die ich sehr spannend finde, wo man nicht weiß, wer dahinter steckt. Ich habe denen geschrieben und gesagt, das ist spannend, was ihr macht, wer seid ihr? Und die haben zurückgeschrieben, wir bleiben anonym. Mhm. Aber die haben halt einfach die NZZ, und das ist die führende Zeitung in der Schweiz, das ist unser Flaggschiff. Ja. Die haben die NZZ untersucht, und zwar im Spezifischen im Syrienkrieg, also eine gute Analyse gemacht, und sie zeigen einfach, die NZZ fährt ganz klar eine Pro-NATO-Linie, Pro-USA-Linie. Mhm. Das heißt, es werden nie die Perspektiven sozusagen der Syrer oder von Assad oder von Russland gleichgewichtet wie die Perspektiven von Washington oder auch von Berlin oder von London. So wie die Süddeutsche Zeitung immer positiv schreibt über die NATO-Sicherheitskonferenz. Genau. Die eigentlich eine NATO-Sicherheitskonferenz ist. Hat das nicht Krüger recherchiert? Also das ist, wo man sagt, komisch, ne? Ist aber kein Zufall. Genau, die berichten ja eigentlich immer über die Friedensbewegung draußen mit schlecht. Ja. Und über die Vertreter drinnen mit gut, obwohl die drinnen an illegalen Kriegen beteiligt sind.
und die draußen noch gar niemand getötet haben. Mhm. Also da fehlt mir einfach die intellektuelle Redlichkeit. Also man könnte da auch keine Wetten drauf postieren, weil da würde keiner annehmen, weil schon klar ist, was die machen. Ja, ja, man genau, weiß schon, ja, genau, das sieht schon es ist so, aus. It's very predictable. Ja. Also es, man ja. kann es wirklich sehr gut voraussagen, ja. was da passiert. Und ich denke, jetzt sind wir in dieser Phase, wo die Menschen ja plötzlich die Möglichkeit haben, ja, schaue ich jetzt einen Monat lang ARD oder schaue ich einen Monat KenFM mhm. oder schaue ich, lese ich einen Monat Nachdenkseiten, eine interessante Internetseite, ja. die ich mag und immer wieder lese, oder lese ich einen Monat lang Spiegel, Spiegel Online und ja. da hat man, oder NZZ. Also, oder Propagandaschau. Ja, und man hat ja wirklich die Möglichkeit, ich sage die Möglichkeit heute als Bürger, jeder hat etwa zwei, ich sag mal das grob gerechnet, aber 2 Stunden Medienkonsum pro Tag. Mhm. Und diese 2 Stunden muss man halt selber entscheiden, ja. wie man sie investieren will. Und man merkt aber, und das empfehle ich auch den Studenten, macht mal einen Monat Spiegel TV und macht dann mal einen Monat KenFM und mhm. ihr werdet sehen, das sind verschiedene Frames, das mhm. sind verschiedene Perspektiven. Mhm. Schaut auch einen Monat Russia Today und dann schaut einen Monat Schweizer Fernsehen und vergleicht doch das mhm. dann. Professor Kruse, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, hat ja im Deutschen Bundestag, ist schon tot, ja auch jemand, der sich mit Netzwerken auseinandergesetzt hat und so ein Internet vorher, also ja, jemand, der ganz stark schon erkannt hat, was das Internet bringen wird, yeah. der hat ja gesagt, also es gibt eine Machtverschiebung vom Anbieter zum Nachfrager. Also das ZDF ja. muss sich's mal anbieten, ja, kann zwar, aber der Nachfrager entscheidet, was wichtig ist, weil er muss genau. nicht gucken, was da rauskommt, wenn da nichts rauskommt, was ihn interessiert. Da gibt es auch keine Sendezeit, dann geht er eben dahin. Das heißt, wir bekommen einen intelligenten Kunden, hat er gesagt. Und das sind eben Netzwerke, die eben nicht linear sind, sondern die, deswegen sind sie auch nicht berechenbar, weil ja. die eben sich aufschaukeln. Das erleben ja. wir im Moment. Ich möchte mit Ihnen ganz kurz das Kriegsverbrecher-Quiz spielen, wenn ich das mal so nennen darf. Bush, Blair, Kriegsverbrecher oder? Mhm. Bush ist ein Kriegsverbrecher, weil er hat 2003 den Irak überfallen ohne Mandat des UNO-Sicherheitsrates. Mhm. Blair ist ein Kriegsverbrecher, weil er hat 2003 den Irak überfallen ohne Mandat des Sicherheitsrates. Und der Bodycount, die Studie von den International Physicians for the Prevention of Nuclear War, sagt 1 Million Tote seit 2003. Also Fischer, die Grünen und Schröder, der ehemalige Bundeskanzler, Kriegsverbrecher oder Menschen, die sich für die Menschenrechte eingesetzt haben? Nein, sie sind ohne Mandat des UNO-Sicherheitsrates, haben sie Serbien bombardiert und das ist ein Angriffskrieg, das ist ein Verbrechen. Also Kriegsverbrecher. Ja. Angela Merkel, Frau von der Leyen, engagieren sich zusammen mit der NATO in Syrien. Ist das ein Kriegsverbrechen? Ich habe bis jetzt nicht gesagt, dass Angela Merkel eine Kriegsverbrecherin ist. Man merkt, das ist schon eine schwierige Aussage, das so zu machen, aber man muss vielleicht das noch ein bisschen aufdröseln. Also Angela Merkel trägt als Bundeskanzlerin zusammen mit der Verteidigungsministerin von der Leyen die Verantwortung, dass sie das Parlament gefragt haben, den Antrag gestellt haben, ob man deutsche Kriegsflugzeuge in den syrischen Luftraum reinschicken darf. Das hat man gemacht im Dezember 2015, also vor einem Jahr. Und wenn ich das als Historiker analysiere, dann muss ich mich fragen, ja, Flugzeuge in einen fremden Luftraum reinschicken, darf man das, ohne dass man den Präsidenten in Syrien, das wäre Assad, zuvor fragt? Und da ist die Antwort klar, nein, das ist illegal. Es wäre auch illegal gewesen, wenn Assad syrische Kampfflieger sozusagen nach Berlin geschickt hätte. Hat er nicht gemacht. Nee, hat er natürlich nicht gemacht. Aber was ich sagen möchte ist, diese Verantwortung trägt Frau Merkel. Sie hat diesen Krieg vom Zaun gebrochen. Es gab keinen Grund, das zu tun. Mhm. Und ihr Argument war ja, dass es einen Terroranschlag in Frankreich gab. Aber da bin ich der Meinung, und ich plädiere einfach, dass das in der deutschen Öffentlichkeit intensiv diskutiert wird. Man kann doch nicht sagen, ja, weil ein Terroranschlag in Paris ist, schicken wir unsere Kampfflugzeuge nach Syrien. Das kann man schon sagen, das ist nur wahnsinnig. Es ist völlig wahnsinnig. Es ist eben der Frame, es ist der Terrorframe. Oder? Was machen unsere Flugzeuge jetzt da? Ich meine, die fliegen da nur drüber, das dürfen die nicht. Die machen Luftaufklärung. Also die Luftaufklärung, die Frau Merkel macht, ist letzten Endes Luftaufklärung für Al-Qaida oder für Al-Nusra. Was man im Syrien-Konflikt natürlich verstehen muss, ist, dass es einen Plan gibt, Assad zu stürzen. Dieser Plan wird verfolgt, vor allem von Saudi-Arabien und von Katar. Beide möchten dort ihren Einflussbereich stärken und Assad stürzen. Sie bauen keine demokratischen Vorzeigestaaten, das wissen viele nicht. Nein, sind ja aber unsere Partner für die Demokratie in Syrien. Ja, eben. Ich sage, wenn man mit Saudi-Arabien zusammen für die Demokratie kämpft, dann kann die Schweizer Ski-Nationalmannschaft auf den Malediven trainieren. Also das passt einfach nicht zusammen, das oder? Das ist richtig. Also, ja, aber wir schlucken das eben.
Ja, im Rahmen des Terrors. Im Frame. Der Frame ist, dass der Durchschnittsbürger hört einfach Terrorbekämpfung. Okay. Das aktiviert bei ihm das 9-11-Trauma und dann denkt er, ja, da muss man was machen. Gut. Und das ist der Frame. Das Framing wird eben von der Kriegswerbeindustrie ganz intensiv bewirtschaftet. Also die Flieger machen Luftaufnahmen, die gehen dann an die Alliierten quasi? Genau, also die deutschen Flieger sind bewiesenermaßen im Luftraum in Syrien. Das ist das Verbrechen. Das dürften sie nicht sein. Dann, was sie dort machen, ist, sie sagen, wir werfen keine Bomben ab. So, das ist nicht ganz, das wäre ja noch böser, wenn man dann direkt bombardiert, sondern man macht Luftaufklärung und gibt die Daten den anderen, die dann die Bomben abwerfen. Genau. Mhm. Oder das andere, was man mit Luftaufklärung machen kann, man weiß dann, wo die Truppen sind von Assad. Mhm. Assad ist ja immer noch der gewählte Präsident von Syrien. Ja. Und er hat natürlich Truppen am Boden. Er bewegt die. Und da, wenn man jetzt militärtaktisch überlegt, muss man natürlich wissen, wo die sind. Und dann werden diese Informationen aus den deutschen Tornados, die gehen in ein gemeinsames Kommandozentrum, wo die NATO-Stäbe zusammen sind, wo aber auch die Kataris und die Saudis drin sind. Und aus diesen Kommandozentren werden eben die Gegner von Assad wieder informiert. Also zum Beispiel, die Amerikaner sagen dann immer, wir arbeiten nur mit den gemäßigten Rebellen zusammen. Aber das ist auch wieder ein Wortspiel. Also von den gemäßigten Rebellen gehen dann die Waffen zu den radikalen Rebellen, wie übrigens Jürgen Todenhöfer sehr gut herausgearbeitet hat. Also der Krieg, der im Moment in Syrien läuft, ist ein illegaler Angriffskrieg? Ist ein illegaler Angriffskrieg. Okay, aber ich möchte Ihnen das mal einfacher machen, weil Sie es vielleicht nicht verstanden haben oder es nicht verstehen wollen oder sich weigern. Ich darf es sagen als Deutscher, ich drehe es mal um, also wenn Sie Ihren Nachbarn überfallen wollen und es nicht selber machen wollen, dann gehen Sie zu dem Nachbarn von Ihrem Nachbarn und geben dem eine Handgranate und der überfällt dann stattdessen. Und man wird später das recherchieren und sagen, so ein Stellvertreter. Der das macht, würden Sie auch vors Gefängnis kommen? Sie haben dem nur die Waffen gegeben und Sie wussten aber, oder würden Sie nach Hause gehen können? Nein. Sie wären mit drin. Man ist mit drin, ja. Also man trägt Verantwortung. Wären Sie dann, also das heißt, Sie würden für das Verbrechen, was der Nachbar, würden Sie mit in Haftung genommen werden? Ja klar, Anstiftung zum Mord. Gut, wenn Angela Merkel für Al-Qaida Luftaufklärung betreibt oder für Leute, und die werfen dann die Bomben, dann ist doch das dasselbe. Ich will jetzt nicht Angela Merkel, ich will sie ja nicht reinwaschen, überhaupt nicht. Sie beteiligt sich dann an einem Kriegsverbrechen, sie ist dann... Ja, also ich finde, Deutschland hat 3 illegale Kriege geführt, Angriff auf Serbien 99, der Angriff auf Afghanistan 2001 und der Angriff auf Syrien 2015. Wenn man sich nicht sicher ist, was das ist, Herr Dr. Ganser, dann muss man doch einfach nur zurückspringen in Nürnberger Prozesse. Wie hätten die das damals gesehen? Ja, die Nürnberger Prozesse haben natürlich gesagt, dass das größte Verbrechen ist das Verbrechen der Aggression. Also wenn ein Land ein anderes Land überfällt, das ist das größte Verbrechen. Mhm. Das hat Jackson, der Anwalt, der Ankläger, der ist ein Amerikaner, aber der hat natürlich gesagt, ja, was ist denn überhaupt der Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg? Ja, es ist eben der Überfall auf ein anderes Land. Und erst nachdem sie ein anderes Land überfallen haben, kann man dort Konzentrationslager errichten, man kann die Leute erschießen, man kann säubern etc. All das. Ohne den Angriff kann man das gar nicht machen. Mhm. Das heißt, er sagt, die Aggression ist das Gefährlichste. Also die Aggression meint er, Staat A überfällt Staat B. Und das ist eben, was ich im Buch herausarbeite. Ich erkläre, dass diese Prozesse in Nürnberg richtig waren, die waren gut. Das war eine Weiterentwicklung eigentlich, dass man wirklich gesagt hat, das geht nicht, wir müssen die Leute wirklich auch zur Rechenschaft ziehen. Gut, Hitler hatte sich schon selber umgebracht, den konnte man nicht auf die Anklagebank setzen. Aber es war wenigstens der Versuch, dass es Gerechtigkeit gibt. Ist das nicht auch ein Frame, dass man sagt, man spricht dann gerne von Siegerjustiz? Also die Frage ist, da saßen eine Menge Leute auf der Anklagebank, ist auch richtig, aber wie viele sind davon dann doch nach Hause gegangen? Wie viele Industrielle sind verklagt worden? Und vor allem, wer saß nicht dort? Also nehmen wir mal an, jemand wie von Gehlen, der Geheimdienstchef Adolf Hitlers, der saß dort nicht. Nein. Der ist nach Hause gegangen relativ schnell und hat dann mit der CIA... Und der ist bald nach Washington gegangen. Ja, von Gehlen war das ja, hat dann den BND aufgebaut und war mit Alan Dulles sehr, sehr gut befreundet. Die haben in Pullach gewohnt. Ja, genau. Und in der Baracke, wo vorher noch das Hakenkreuz war, hat man einfach das Hakenkreuz rausgenagelt und dann blieb der Adler übrig, da wohnte man und der wohl hat sich ein Boot gewünscht, damit er in Bayern über die Seen fahren kann. Das hat man ihm einfach geschenkt. Genau. Oder nehmen wir Werner von Braun. Ja? Das war ja wohl ein bekennender Nazi, sonst hätte er ja nicht diese V2s bauen dürfen. Der ist einfach darüber, willst du nicht die NASA leiten? Ja? Oder Klaus Barbie, du kennst dich aus mit Foltern und Morden, willst du das nicht in Südamerika machen? Ja. Da sehen wir doch schon, dass damals schon was falsch gelaufen ist. Das war doch nicht konsequente Justiz, das ist doch auch wieder eine Klassenjustiz. Genau, man hat natürlich, also Alan Dulles, der spätere Chef von der CIA,
war ja im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz. Mhm. Er hat dort eigentlich in Bern hat er sein Hauptquartier gehabt und hat sich auch mit hochrangigen Nazis getroffen, hat auch seine amerikanischen Klientel beraten, wie sie sozusagen ihr Geld schützen können, etc. Und es ist ganz klar, und das wird jetzt natürlich immer deutlicher, dass es Siegerjustiz war. Das heißt, die Amerikaner haben sozusagen gedacht, einige Deutsche können wir gut gebrauchen, wie Reinhard Gehlen, weil sie sind Kommunistenhasser. Kommunistenhasser, aber wir brauchen Leute, die völlig gegen die Kommunisten sind und die an den Waffen trainiert sind. Da gab es ja einige. Mhm. Und ich habe in diesem Buch zu den NATO-Geheimarmeen, also nicht dieses, sondern das andere, habe ich eigentlich aufgearbeitet, wie die NATO eigentlich schon nach dem Zweiten Weltkrieg verdeckte Operationen in Europa durchführte, um eigentlich eine antikommunistische Ausrichtung zu garantieren. Also ein wichtiger Punkt zum Beispiel, das ist eben im anderen Buch, die Italiener, die hatten 1948 ihre ersten demokratischen Wahlen, also nach dem Krieg, Mussolini war tot. Und jetzt war natürlich die Gefahr, dass die Kommunisten gewinnen, weil die waren ja die Gegner von Mussolini und die Sozialisten. Also die hätten als natürliche Wahlgewinner hervorkommen sollen. Und die CIA wusste das, dass das passieren könnte. Und dann haben sie die Wahl 1948 in Italien manipuliert. Also das war eigentlich die erste Aktion vom CIA, die wurde 1947 gegründet. Mhm. Und das Erste, was sie machen, ist, sie manipulieren die Wahl in Italien. Die Leute denken nicht an das. Die Leute denken, wenn sie Italien hören, denken sie ja, Cappuccino und mehr. Ja. Aber das ist natürlich die Aufgabe des Historikers, dass wir diese Zusammenhänge transparent machen für die, und es ist immer noch eine Minderheit, aber für die Menschen, die dann nicht nur an der Oberfläche immer so wie mit diesen Frames auch getäuscht werden möchten, sondern die sich auch Hintergründe erarbeiten. Man hat aber damals ja direkt eben Schwerverbrecher aus den Nazikreisen genutzt, weil die skrupellos genug waren, aber auch Erkenntnisse hatten, wie man zum Beispiel weiße Folter, die wir heute in Guantanamo finden, basiert ganz stark auch auf Field Manual X. Genau. Man hat diese Leute genommen und die durften dann morden und brandschatzen. Es gab jede Menge auch Terroranschläge und da fällt ja so ein bisschen auch der Begriff dann, das ist ja staatlicher Terror. Das haben ja viele nicht verstanden. Es gibt diesen privaten Terror von Leuten, die sagen, da gibt es den staatlichen Terror. Mit Steuergeldern wird Bahnhof Petano, weiß ich, wie viele Tote das waren, 70? Also Petano ist ein kleiner Ort in Norditalien und Bologna ist der Bahnhof. Also das muss man auseinanderhalten. Und der Anschlag in Petano in Italien 1972, hat man halt gesagt, das waren irgendwelche Splintergruppen und später hat man herausgefunden, dass der italienische Geheimdienst Rechtsextreme rekrutiert hatte und dass es hier ein ganzes Netzwerk gibt. Unter dem Stichwort Gladio habe ich das genau ausgeleuchtet. Aber das schiebt man den Linken in die Schuhe. Genau, das Motto, ist False Flag Strategy of Tension. Da sind wir quasi in einem sehr frühen Interview, was wir schon mal geführt haben. Ich breche es ganz kurz runter. Man wollte bei der NATO verhindern, dass es einen kommunistischen Verteidigungsminister gibt, der man sagt, ich fühle mich den Ideen Moskaus eher verbunden wie eurem Staat und dann die Angriffspläne oder Verteidigung der NATO verrät. Das war aus deren Denke richtig, aber man ist da über Leichen gegangen. Das muss man Und es ist auch, es ist natürlich immer wieder passiert, dass ein demokratischer Staat sozusagen ein Problem hatte und dann nicht wusste, wie man das lösen kann. Dann nimmt man verdeckte Kriegsführung. Also in Italien eben die Angst, dass die Kommunisten nicht nur im Parlament, wo sie sehr stark waren, sondern dass sie auch in die Exekutive kommen. Also Außenminister, Innenminister, Verteidigungsminister, kommunistischer Außenminister, kommunistischer Verteidigungsminister, das ist ein Albtraum in der NATO. Herr Dr. Ganser, warum haben Sie denn eigentlich immer Probleme mit der NATO? Weil sie so viele Kriege führt. Ja, aber ich meine, was die UdSSR damals gemacht hat, das ist doch jetzt nicht harmlos. Nein. Warum kriege ich kein Buch über die UdSSR? Naja, ist natürlich bei mir ist es so, als ich in der Schweiz in die Schule gegangen bin, also war es eigentlich klar, die Sowjetunion, das sind die Bösen, die haben nur eine Partei, da kann man gar nicht richtig wählen und der Stalin, der bringt auch alle um, schickt sie ins Gulag. Das ist so wie klar. Es war einfach immer aufgearbeitet. Wir haben auch viele Leute aus Ungarn dann in der Schweiz aufgenommen, weil einfach der kommunistische Block eigentlich immer diesen Alleinherrschaftsanspruch durchgesetzt hat. Also die Kritik am Kommunismus, die ist völlig berechtigt, die ist richtig. Ich würde eben nie in einem Land leben wollen, wo man nicht zwischen verschiedenen Parteien wählen kann. Also es war für mich immer klar, dass... Also Kuba käme für Sie nicht in Frage? Aha, gut, ja, das ist jetzt... tatsächlich bin ich ganz gerne in der Schweiz. Aber ich war in Kuba. Gut, aber Sie haben kein Problem. Also Sie haben ein Problem mit diesem kommunistischen Regime, da sind Sie jetzt kein Freund davon, weil es gibt kein Buch darüber. Ich habe ein Problem, dass Stalin natürlich die Leute, ich habe natürlich Dokumente gelesen, wo Leute sich für den Kommunismus begeistern, weil sie sagen, endlich die klassenlose Gesellschaft, die Ausbeutung der Elite hat ein Ende, endlich sind wir alle gleichberechtigt. Aber dann sind diese Leute voller Euphorie.
Euphorie, das waren Finnen in diesem Fall, ich habe verschiedene Dokumente studiert, sind zu Stalin und haben gesagt, ja, wir haben gehört, hier wird der tolle Staat aufgebaut. Und Stalin hat gedacht, der war ja noch völlig paranoid, der hat gesagt, ja, also das sind sicher CIA-Operateure und dann kamen die direkt ins Gulag. Also das, nach Sibirien, das muss man sich mal vorstellen, was für ein Kulturschock. Man will irgendwie helfen, dass da die klassenlose Gesellschaft aufgebaut und dann findet man sich bei minus 20 Grad in Sibirien im Gulag und stirbt wie eine Fliege. Und das heißt, diese Verbrechen des Kommunismus, die sind da und ich finde, die sind schon relativ gut aufgearbeitet von vielen Historikern. Es ist auch zum Beispiel Pol Pot hat ja in Kambodscha gewütet, das war ja Wahnsinn. Er hat gesagt, die Oberschicht, das sind die mit einer Brille. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, das ist heikel, weil natürlich viele an der Uni sie Brillen haben. Also Sie haben jetzt kein Buch über diese Kollegen geschrieben, weil das ist für Sie schon so aufgearbeitet. Das heißt nicht, dass Sie für die Sympathien hegen, sondern Sie haben sich einfach auf die NATO, auf das eigene Lager konzentriert, obwohl Sie als Schweizer ja kein NATO-Mitglied sind, also noch nicht, weil das für Sie insofern interessant ist, eher dem Westblock. Ja, wir werden nie Mitglied der NATO werden. Das möchten wir mal sehen. Das will ich auf keinen Fall. Aber es ist tatsächlich dann so passiert, dass ich irgendwann halt im Laufe meines Geschichtsstudiums gemerkt habe, dass eigentlich die Verbrechen der NATO oder auch die Verbrechen des US-Imperiums ganz schlecht ausgeleuchtet werden, auch in der Schweiz. Also durch die Schweizer Medien habe ich gemerkt, ja, das wird überhaupt nicht thematisiert. Oder ja auch in der universitären Laufbahn, als ich eben dann an der Universität der Basel studiert habe, meine spätere Arbeit, die ich schreiben musste, war über die Kuba-Krise 1962. Und die Kuba-Krise, wenn ich das kurz ausführen darf, ist auch im Buch erwähnt, kann man entweder so sehen, dass es eine ganz schreckliche Aktion der Russen war, weil die einfach Atomraketen auf Kuba gebracht haben mit Schiffen. Ja. Ja, ja. Hab ich gedacht, wie abgefahren sind denn die Russen? Ja, ja. Typisch Russen halt wieder, die machen da nur Zoff und fast wären wir alle im Atomkrieg. Ja, weil die verprovozieren ja, ihre komische Ideologie. Der Khrushchev und so, da habe ich das Buch gelesen, habe ich gedacht, ja klar, Fall. Und die Russen sind böse. Und dann habe ich ein anderes Buch gelesen, da stand eben, wie die CIA versucht hat, Fidel Castro zu töten, wie man versucht hat, die Schweinebucht-Invasion zu machen und dass das alles vorher war, bevor die Russen reagiert haben. Und dann habe ich da die zwei Bücher nebeneinander gesagt, ja, was soll ich denn jetzt schreiben? Also wer ist denn jetzt der Böse? Und da bin ich eben als Schweizer so mittendrin. Ja? Und ich habe einfach gemerkt, dass eigentlich die verdeckte Kriegsführung des amerikanischen Imperiums sehr wenig durchleuchtet wird. Dass es auch schon Raketen, Vulkanraketen in der Türkei gab und genau. Dann war das eine Reaktion, die Raketen nach Kuba zu bringen. Genau, die Jupiter-Raketen in der Türkei, also Kennedy, es gibt dann, ich habe die Dokumente dann angeschaut während der Kuba-Krise, wie Kennedy sagt, ja, also Khrushchev ist der Vorvorgänger von Putin und Kennedy der Vorvorgänger von Trump. Und dann sagt dann Kennedy, ja, wie verrückt ist das von den Russen, dass sie Atomraketen auf Kuba stationieren. Das ist ja wie wenn wir Atomraketen in der Türkei stationieren würden. Und dann sagt sein Berater, well, Mr. President, actually we did. Ja. Also wir haben das gemacht. Das heißt McNamara einfach, war das, oder? Nee, ja, McNamara, der Verteidigungsminister. Ja. Ich glaube, das Zitat kam nicht von ihm, aber es war halt sein engster Stab, Außenminister, Nationalsicherheit. Das heißt, Kennedy wusste das gar nicht. Er wusste es gar nicht. Aber das ist ja auch schwierig, als Präsident alles zu wissen. Ja. Und vor allem bei, ich weiß nicht, wie es damals war, aber heute haben wir 700 Militärbasen in den Vereinigten Staaten außerhalb und wir haben zwei russische außerhalb der Sowjetunion. Ich habe heute Morgen am Frühstückstisch mal den Test gemacht. Ich habe meiner Freundin gesagt, du zählst jetzt mal bis 700 und ich zähle bis 2. Genau. Eins, wer ist schneller? Zwei. Und dann hat sie angefangen zu zählen und dann bin ich rausgegangen. Wieder irgendwann bei 120, als er aufhört. Wenn du bei sie, und die mit den 700 sagen dann zu den zwei, von denen geht Gefahr aus. Da sieht man eigentlich, wie lächerlich das ist. Ja, das ist einfach das, was wir in den Medien heute haben, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, ist eigentlich sehr, sehr vorhersehbar. Also was morgen in den Medien kommt, kann ich Ihnen heute schon sagen. Es ist sicher Russland-Bashing, also Putin ist böse, und es ist sicher Islam-Bashing, die Muslime sind Terroristen. Und das ist einfach zu wenig differenziert. Lassen Sie uns einen Lichtblick formulieren. 1989, Internationaler Gerichtshof in Den Haag. Ja, 1998 war das. 1998, der Internationale Gerichtshof in Den Haag wird gegründet. Das darf man doch als Lichtblick bezeichnen. Aber sicher. Kann man das als Weltgericht bezeichnen oder noch nicht ganz, weil die haben, es ist ein also zahnloser Tiger. Also Weltgericht ist ein bisschen religiös belasteter Begriff, aber ich sage jetzt mal, es ist der Versuch, dass man dort das erste Mal eigentlich auch Einzelpersonen haftbar macht. Also es gab ja schon immer ein Organ der UNO, die sozusagen Länder behandeln konnte, aber Einzelpersonen wie Bush, Blair oder Saddam Hussein, die konnten halt nicht behandelt werden. Und dann erst 1998 wird dieser International Criminal Court, ICC abgekürzt, oder Internationaler Strafgerichtshof, gegründet. Und das halte ich wirklich für einen Fortschritt. Also ich bin wirklich der Meinung, wir sind fähig, Fortschritte zu machen. Wir können tatsächlich
heute sagen, es ist richtig, dass wir den Strafgerichtshof haben, aber, und dann, das sind dann wieder die Einschränkungen, er funktioniert noch nicht. Das werden dann einfach Despoten aus Afrika werden abgeurteilt. Ja, aber Blair läuft frei rum. Ja, Blair läuft frei rum. Und das, ich sage gerade die jungen Menschen, die 20-Jährigen, die sagen, wie kann das eigentlich sein, dass man da ohne UNO-Mandat den Irak überfällt und es gibt den Strafgerichtshof und man wird einfach nicht belangt. Und die Antwort ist Macht. Es geht um Macht. Es gibt in Ihrem Buch dieses tolle Zitat eines alten Griechen, der schon ziemlich lange unter der Erde liegt, nämlich, dass das Gesetz wie ein Netz ist und die Täter sind wie Fliegen. Die Großen fliegen da einfach durch und die Kleinen bleiben hängen. So kann man es doch sagen. Ja, so ist es. So ist es. Aber auch interessant eben das Plädoyer für den Rechtsstaat von Benjamin Farage, wenn ich es richtig ausspreche. Ja. Der hat 2011 hat das, glaube ich, formuliert, da war er schon 92 Jahre alt, also er gehörte zu den Leuten, die die UNO damals mitgegründet haben. Genau, genau. Der hat diese drei Voraussetzungen für den Frieden in der Gesellschaft formuliert. Hat auch Nürnberg erlebt. Genau. Können Sie mal diese drei Voraussetzungen formulieren, ja, die er gesagt hat, unter denen dann relative Ruhe herrscht? Ja, er hat ganz klar gesagt, zuerst braucht es Regeln, die Regeln müssen bekannt sein. Gesetze. Genau, das sind die Gesetze und das Gesetz wäre eben in der UNO-Charta, ein Land A darf ein Land B nicht überfallen. Zweitens müssen die Gesetze durchgesetzt werden. Das heißt, wenn eben ein Land A ein Land B überfällt, ja. Also Gerichte brauche ich. Ja, ja. Dann muss das von einem Gericht behandelt werden und dann muss man sagen, okay, Tony Blair, Sie müssen jetzt erscheinen, Ihr Termin ist morgen Mittwoch, ja, 10 Uhr, Sie müssen kommen. Dann kann er nicht sagen, da habe ich Zahnarzt. Können Sie sich auch verteidigen mit Ihrem Anwalt, aber Sie müssen kommen. Sie müssen kommen. Das ist der Rechtsstaat. Ja. Sie haben den Irak angegriffen. Was ist das Dritte? Und das Dritte ist, wenn eben das Gericht feststellt, dass das Gesetz verletzt wurde, dann muss er auch bestraft werden. Die und Strafe nicht durchsetzen. Genau, aber nicht Todesstrafe. Das ist, ich bin völlig gegen Todesstrafe. Die Friedensforschung sagt ja, das Leben ist heilig. Das heißt, man soll überhaupt niemand enthaupten oder jemand hat mir gesagt, ja, aber gegen den IS muss man kämpfen, die haben die Todesstrafe. Da habe ich gesagt, ja, aber die Amerikaner und die Saudis, die gegen den IS kämpfen, die haben ja auch die Todesstrafe. Also wisst ihr, alle Länder bombardieren, die Todesstrafe haben. Ja. Das nur am Rande. Aber was ich eigentlich meine ist, diese drei Säulen sind tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass man zuerst Gesetze hat, Gerichte, ja, und dann Konsequenzen. Benjamin Ferenc hat gesagt, also dann haben wir relative Ruhe, sonst herrscht totales Chaos. Wenn wir uns heute den Mittleren Osten anschauen, und auch Teile Afrikas, dann erleben wir dort Chaos. Also ich als Geostrategiker kann mir nicht vorstellen, dass das dir nicht schon aufgefallen ist. Dafür machen die das zu lange, dafür sind sie zu professionell. Und um auf Benjamin, hier der Kollege von Stratfor, zurückzugreifen, der gesagt hat, so, wir können ja eh nicht diese Volksgruppen beherrschen. Wir haben nicht genügend Leute, um sie auf den Boden zu schicken, aber wenn die sich gegenseitig bekämpfen, kann man nicht sagen, das Chaos ist Absicht? Weil wenn die sich dann alle nicht einigen, dann hauen die sich alle gegenseitig und dann nützt es uns. Ist das Chaos nicht die Absicht? Warum wird das vom Historiker nicht erkannt? Entschuldigung, das ist nicht passiert, sondern das ist gewollt. Das darf man natürlich nicht sagen, aber das ist doch super. Ja, also ein Teil des Chaos ist schon Absicht, das ist sicher so. Also das hat eben George Friedman gesagt, hat er gesagt, dass man den Iran zum Beispiel auf... Man hat eigentlich, das ist einfach ein konkretes Beispiel, 1980 ist ja Saddam Hussein schon mal aufgefallen. Damals hat er auch einen Angriffskrieg gemacht auf den Iran. Er war damals irakischer Präsident und die CIA hat ihm 79 zur Macht verholfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Das unterstreiche ich im Buch auch nochmal. Man vergisst das ja. Und damals hat man ihn aber nicht verurteilt, weil das war sozusagen mit dem Wohlwollen des Westens, hat er dann den Iran überfallen und dann hat man dort von 1980 bis 1988 Krieg, auch Giftgas, alles dabei. Gegen die Kurden, das war alles in Ordnung. Genau, Halabja, unglaublich. Und dann sehen wir eigentlich, wenn man das systematisch anschaut, dass dieser Krieg eigentlich zur Destabilisierung beider führt. Ja? Sowohl der Iran als auch der Irak sind geschwächt und das wäre aus geostrategischer, ich sage mal aus Washingtons Perspektive, wäre das gut. Ja? Das Chaos hat insofern einen Vorteil, weil dann sozusagen beim anderen die Kräfte schwinden. Also ich habe zum Beispiel früher in meiner Jugend als Handballer gespielt, ja. Und als Handballer ist es so, man ist so eine Linie, die läuft gegen die Gegner und die Gegner sind verteidigen. Jetzt der Kreisläufer, der rennt immer so hin und her und der will eigentlich Chaos machen, weil wer deckt denn jetzt den Kreisläufer und dann muss man weg und ja, ich decke ihn nicht mehr, kannst du, jetzt kommt der Angreifer. Chaos zu erzeugen, war eine Technik, um bei uns im Handball den Ball ins Tor zu bekommen. Das wussten auch alle. So. Ja. Und auch Täuschung, also links antäuschen, so kurz einknicken, so wie wenn man da durch und dann rechts durch. Ja. Das heißt, all diese Dinge, die wir beim Sport auch wieder beobachten, die werden auch in der Geostrategie eingesetzt. Nur, dass es beim Handball Regeln gibt.
Genau, und das ist wie beim Handball, beim Fußball gibt es Regeln und es ist überblickbar, während wir oft eigentlich in der internationalen Politik sozusagen getäuscht werden und diese Täuschung erst Jahre später wirklich ganz uns klar wird, wie stark wir getäuscht wurden. Da stellt sich natürlich die Frage, Sie als Historiker schreiben Bücher und sagen, das sind die Fakten. Jetzt kann ja jemand sagen, ja, der Herr Ganser, genauso wie die anderen Kollegen, die ich dann bei Phoenix am Tisch sehe, sind alles Theoretiker, die waren doch gar nicht in der Kampfzone, die haben doch gar keine Ahnung. Ich meine, wie recherchieren Sie denn? Warum soll ich Ihnen denn glauben? Nein, ich sage nicht, dass Sie mir glauben sollen. Sondern aber dass das im Buch drin steht, das stimmt doch hoffentlich. Ja, dafür bürge ich, natürlich. Warum soll ich Ihnen glauben? Nein, ich sage natürlich, das, was hier drin steht, ist recherchiert und ist sehr sauber recherchiert, weil ich bürge natürlich mit meinem Namen, dass alles, was ich recherchiere, dass ich das nicht irgendwie erfunden habe. Aber sondern, wie recherchieren Sie? Sie fahren doch nicht nach Syrien. Nein, ich fahre nicht nach Syrien, sondern das, was ich eigentlich mache, ich nehme die Protokolle des UNO-Sicherheitsrates, ich nehme die Protokolle der UNO-Generalversammlung und dann nehme ich den Kriegsausbruch, also zum Beispiel Libyen 2011, ja. Schaue ich genau, okay, ab wann sind die ersten Bomben gefallen? Das ist aber auch nicht so schwierig zum Recherchieren, also ja. Das findet man sehr schnell heraus. Und dann schaue ich, okay, also wenn hier die Bomben fallen, dann muss ja die Sitzung vom Sicherheitsrat vorher sein. Ja. Okay, es geht ja nicht, dass man zuerst bombardiert und dann eine Sitzung macht. Das ist sowieso illegal. Ja. Sondern es muss vorher sein. Also ich arbeite immer mit der Timeline, mit der Chronologie. Ja. Dann schreibe ich mir das dann auf, dann kann es dort 2011. Aber sprechen Sie auch mit Zeitzeugen, sprechen Sie mit Tätern, mit Opfern von dort oder das nicht? Nein, das mache ich nicht. Ich fahre nicht nach Libyen, ich spreche auch nicht mit den Leuten. Also das mache ich nur, wenn ich noch zusätzlich Lust habe, fahre ich in die USA. Müssten Sie das tun, damit es noch glaubwürdiger wäre? Oder sagen Sie, die sind praktisch so in den Archiven und da recherchieren? Und das ist, also die Historiker haben verschiedene Quellen. Oder? Es gibt solche Historiker, die machen sogenannte Oral History, also die sprechen mit den Leuten. Das ja. kann man machen, ist ein Forschungsansatz, ist möglich, ist nicht meiner. Mhm. Ich bin der, also meine normale Arbeit früher war so, dass ich eigentlich eine Dose Nivea neben mir hatte. Ja. Und hier hatte ich so ganz alte Zeitungen, wo ich dann nochmal nachgeschaut habe, wie hat die NZZ 1975 über das Ende des Vietnamkriegs gesprochen und berichtet. Dann muss ich so blättern und weil die Hände so trocken wurden, muss ich dann wieder Nivea nehmen und dann konnte ich wieder weiter blättern und das war mein Tag. Ich war unten im Archiv. Also und heute ist es anders. Heute ist es so, da bin ich am Computer. Ich nehme mir dann die digitalen Daten, die Zeitungsarchive über Jahre. Ja, das ist ein Riesenvorteil, was wir heute haben. Und wir graben sich da ein. Wir haben auch die Bücher digitalisiert. Mhm. Ja. Und wir gehen dann mit Begriffen rein. Also wir gehen dann rein und finden zum Beispiel heraus, okay, also der UNO-Sicherheitsrat hat diese Resolution verabschiedet. Dann gibt es ein SC, das steht für Security Council und dann die Resolution. Und dann gebe ich das ein und schaue, wie wird die Resolution in der FAZ behandelt? Wird sie überhaupt irgendwann erwähnt? Und früher wäre das unglaublich aufwendig gewesen. Ja, hinfahren und gucken, darf ich da ran, wann haben Sie auf? Und genau, dann, leider heute geschlossen. Ja. Sie dürfen auch nichts mitnehmen, auch nichts fotografieren. Sie können sich eine Notiz machen oder so. Genau. Ja. Und heute, das ist wirklich, dass ich auch den Menschen erklären möchte, die Informationsrevolution gibt der Friedensbewegung sehr, sehr viele Möglichkeiten, weil wir können sehr schnell die Zusammenhänge erkennen. Mhm. Das heißt nicht, dass wir sie sofort ändern können. Ja. Aber ich kann sofort herausfinden, wie oft sozusagen diese oder jene Resolution in diesem oder jenem Medium behandelt wurde und wie es kommentiert wurde. Und dann habe ich ja wieder einen Namen, wer das kommentiert, dann gehe ich das wieder durch. Also. Herr Dr. Ganse, dass Sie nicht von allen gemocht werden, weil man macht Sie als Friedensforscher immer dann Feinde, wenn man in der Gegenwart landet. Das ist der entscheidende Punkt. Also es hat damit zu tun, dass Sie eben als Historiker nicht das Mittelalter untersuchen, sondern dass Sie festgestellt haben oder feststellten, Zeit. Dass die Gegenwart, also die Geschichte reicht ja bis in die Gegenwart. Bis hier ist ja Geschichte. Und wenn Sie sich jetzt mit dem Dritten Reich beschäftigt hätten oder mit dem Rom, hätten Sie keine Probleme bekommen. Aber in dem Moment, wo Sie in der Gegenwart operieren und dort praktisch am offenen Herzen 9-11 untersuchen oder NATO-Krieg untersuchen, da gibt es natürlich Leute, die sagen, Entschuldigung, das hat natürlich Einfluss auf Reputation. Ja, das hat Einfluss auf die Menschen, die für den nächsten Krieg noch begeistert werden sollen, weil die manipulieren sie damit dahingehend, dass sie sagen, praktisch den Trick verraten und so weiter. Ja. Oder ihre Sicht verraten. Gar kein Trick. Ihre Sicht verraten, der könnte überzeugender sein als das, was wir bisher machen. Deswegen muss der Krieg in den Medien angeschoben werden. Es gibt ja ein gutes Buch von Andreas Elter, der hat, Die Kriegsverkäufer heißt er, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, von 1970 bis 2005. Und der suchte das US-Imperium, wie das eben damit arbeitet.
Imperien führen Kriege, dass dabei gelogen wird, ist jetzt auch nicht keine Erfindung der Amerikaner. Das haben alle schon immer getan. Ja, die Japaner haben ihren Überfall auf China. Ja, aber oder ich sag mal, ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen, da kann man ja hier in Berlin bleiben. Ja. Es gibt ja, gab ja eine Geschichte, die ich gelesen habe, auch in der NZZ, dass die CIA 27.000 PR-Berater hat. Die haben relativ schnell erkannt, sie wissen das nach Vietnam, dass wenn da die falschen Fotos durchrutschen, nicht embedded sind, dann kann das an der Heimatfront das Image derart wirken, dass das nicht so läuft wie das Operation Mockingbird, wo man sehr viele Journalisten eben sagt. Und die, wie wichtig ist es für die Friedensforschung oder ist es für den Historiker, den Usern, den Konsumenten begreiflich zu machen, dass es hinter der Kriegsmaschinerie eine Medienmaschinerie gibt, die permanent läuft, dass PR permanent läuft, dass Propaganda permanent läuft? Oder kann ich sagen, na, ich habe Abitur, ich bin gut in Sport, Propaganda, wir beide nicht, uns trifft es nicht, wir haben es verstanden. Oder sind wir anfällig für Propaganda? Jeder Mensch ist... Sie auch? Ja, klar. Jeder Mensch ist anfällig für Propaganda. Jeder Mensch ist anfällig für Werbung. Schauen Sie mal, wie viel Geld man für Werbung ausgibt. Mhm. Roger Federer, unser Schweizer Tennisspieler, oder? Ob der jetzt Nike oder Adidas trägt, das ist nicht eine Kleinigkeit, oder? Das manipuliert Sie? Ich spiele jetzt nicht Tennis, aber ich sage jetzt einfach mal so, er ist ein Werbeträger, er ist der bekannteste Schweizer, den es gibt, er trägt Nike, das gibt eine positive Assoziation, das wird irgendwie abgelagert. Das heißt jetzt nicht, dass ich morgen in den Laden laufe und mir sofort ein Nike-T-Shirt kaufe, aber ich sage einfach, die Werbeprofis, die haben verstanden, dass man erstens das immer wieder wiederholen muss und zweitens, dass man Assoziationen schaffen muss. Und das macht ja die Kriegsindustrie auch. Und was ich eigentlich erklären möchte, und das ist einfach etwas, was die historische Forschung natürlich schon lange erkannt hat, aber das Publikum sieht das noch nicht so klar, habe ich das Gefühl, dass nicht nur ein Gewehr oder ein Raketenwerfer oder ein Flugzeugträger Teil sind im Phänomen Krieg, sondern dass auch eine Zeitung und ein Fernsehapparat natürlich dazugehören. Warum? Weil das sind Instrumente, die wir nennen Information Warfare. Das heißt, der Informationskrieg tobt. Und was ist das Ziel des Informationskriegs? Er möchte die öffentliche Meinung hier in Berlin, aber auch in München, Hamburg, Zürich und Wien hinter die Kriege bekommen. Mhm. Er möchte, dass die Leute entweder nicht darüber nachdenken, das wäre schon mal gut, oder wenn sie darüber nachdenken, dass sie für den Krieg sind. Mhm. Was ganz schlecht ist, und da wäre dann sozusagen die Information Warfare von der Kriegsindustrie wäre gescheitert, wenn die Leute darüber nachdenken, die Kriegslügen erkennen und sich deutlich äußern auf Foren und Blogs und was auch immer, oder in den Straßen oder an der Arbeit und sagen, hört her, das mit den ABC-Lügen hat ja überhaupt nicht gestimmt, oder? Weil wenn sie das konsequent tun würden, dann würden sie ihre Kinder nicht in diese Kriege schicken. Ja. Also sie würden sich riskieren. Ja. Und dann würden sie auf die Straße gehen und die Regierung kritisieren. Die würden die Regierung rausschmeißen und sie würden dafür. Und so sind sie, zähneknirschend sind sie eben dabei. Das heißt, irgendjemand muss. Die Kriege müssen ja noch von Leuten geführt werden. Wir haben viele Drohnenpiloten, die machen das schon. Trotzdem brauchen sie Bodentruppen. Sie müssen da Leute reinschicken, Jetpiloten. Und es kostet Geld. Es ist sehr teuer. Das Geld fehlt irgendwo. Und um da die Leute hinter sich zu bringen, dass sie sagen: Ja, es ist alles schrecklich, aber man muss das tun, braucht man eben diese PR-Maschinerie. Genau. In Ihrem Buch und Ihren Vorträgen kommt auch vor, dass wenn man das dann geschafft hat, wenn man zum Beispiel die Deutschen, was nicht so einfach ist, nach 45 auch noch mit der KZ-Geschichte in den Jugoslawienkrieg führt, und das machen die dann auch noch, das heißt, um Auschwitz zu verhindern, bombardiert man Länder, dabei ist Auschwitz ein Resultat von Krieg auch gewesen. Also ja, das klar. Muss man ja auch noch dazu sagen. Das ist der Irrsinn. Dass dann irgendwo die Sektknorken und Champagnerkorken knallen, und das sagen die auch. Ja, da war es Ruder Finn war die Werbeagentur in Washington, die eigentlich den Kosovo-Krieg begleitet hat. Also die Leute denken oft, es gibt keine Werbeagentur, die einen Krieg begleitet. Das ist schon mal eine große Naivität. Das wird ausgeschrieben, auch wie Hill & Knowlton. Wer will es machen? Da gibt es ein riesen Budget, da bewirbt man sich richtig. Genau, wer ist gut? Wer ist gut im Lügen? Und die Ruder Finn haben eigentlich den Auftrag erhalten, die Serben zu dämonisieren. Und dann kommt dann auf Newsweek oder auf einem anderen Magazin kommt einfach das Bild von Milosevic, und dann heißt The Face of Evil, also das Gesicht des Bösen. Das ist also der Trick, der böse Mann, wie man es bei Osama Bin Laden gemacht hat, bei Saddam Hussein, bei Gaddafi etc. Damit schafft man schon mal im Volk sozusagen die Stimmung, den zu bombardieren, wäre schon fast eine Pflicht, wenn man irgendwelche christlichen Werte hat. Ja. Und wenn man so etwas bringt, das haben wir im Irakkrieg ja gesehen, dann bewerben sich auf einmal sehr viele Menschen, auch mit solchen Filmen, die dann gebracht werden. Hollywood ja mit einbezogen, sowas wie Top Gun. Genau. Glaube ich, die größte Rekrutierungswelle ever. Plötzlich wollen alle Pilot werden. Nein, aber Top Gun war für mich persönlich auch. Das habe ich ja...
wie man, ich denke, im Laufe des Lebens macht man verschiedene Bewusstseinsschritte. Und für mich war es schon, Top Gun kam 1986, da war ich 14. Ich fand den Film super. Und ich weiß noch, wie ich den, ich habe Eintritt bezahlt, habe den gesehen. Ich habe da überhaupt nicht, dass das irgendetwas mit Krieg zu tun hat. Weil ja. Die waren ja eben Training, die haben niemanden getötet. Ja. Und Tom Cruise und war super schnelle Maschinen. Ich habe eigentlich insgeheim gehofft, dass ich noch ein paar Jahre und dann fliege ich auch mal so einen Flieger, weil es einfach so schnell muss man mal fliegen und dann vielleicht noch so auf dem Kopf und das wäre einfach das Beste. Kriegt man auch die tollsten Mädchen, fährt am Ende noch alle Flugzeugträger vorbei. Hallo. Also das ganze Programm, also besser geht nicht. Und dann irgendwann später habe ich eben dann mit dem Geschichtsstudium angefangen und das Geschichtsstudium, wenn man es nutzt, was da alles liegt, zerschlägt natürlich diese Mythen. Und da habe ich wirklich Analysen gelesen und ich habe dann das bei mir selber beobachtet, dass das Pentagon den Flugzeugträger und auch die F-18 oder welche Flieger auch im Einsatz sind, nur gibt, wenn sie vorher das Skript lesen dürfen. Ja. Und wenn das Skript das amerikanische Militär gut darstellt, dann top, ihr könnt den Flugzeugträger haben. Aber wenn der Plot ist, Tom Cruise ist der Chef, er fliegt mit diesen Fliegern, sie machen tolle Rennen, aber irgendwann landet er an einem Ort, da sind zerstümmelte Kinder. Und diese Kinder, die sind alle von amerikanischen Piloten bombardiert worden. Dann studiert er die verschiedenen Flugzeuge und merkt, meine Güte, dann geht er zu der Frau und dann gibt es eine Großaufnahme von einer superschönen Frau, aber ihre Tochter hat leider das Bein weg wegen einem amerikanischen Flugzeug. Dann sagt das Pentagon, hey, you got the wrong script, okay? Forget it. Also dann bekommt man das nicht. Aber wenn es so romantisch dargestellt wird, keine Toten, alles cool, dann bekommt man den Flieger. Ich gehe dann ins Kino, 14-jährig, kein Plan, schau mir das an. Und melde sich direkt bei der Armee und sage, ich würde gerne auch da Karriere machen. Nein, so weit ging ich nicht. Aber als halt das nächste Mal irgendwo ein Krieg angefangen hat, sieht man dann immer die Flugzeugträger, man sieht die Flieger. Mhm. Und beim normalen Brainwash funktioniert das so, dass man dann eigentlich die Assoziation hat, Tom Cruise jetzt live, oder? Und das ist positiv. Ja. Es ist nicht negativ, weil man sieht dann noch, jetzt hebt er ab, das ist ein cooler Moment und man sieht ja gar nicht die Toten. Das ist ja Erziehung, das heißt, man hat praktisch, das ist Pavlov Reflex auch letztendlich, das ist ein Rezeptoren schaffen. Das erklären Sie in dem Vortrag ja auch, diese Behaviorismus, Verhaltensforschung wird dann genutzt, das haben Psychologen in der Verhaltensforschung Milgram-Experiment ist auch so etwas. Immer mal nachfragen, wer hat denn das eigentlich finanziert, die Verhaltensforschung? Oft sind das Töpfe der CIA und die Wissenschaftler sind da so eitel, dass da steht dann, sie haben das. Aber zum Teil haben sie es auch selber gemacht. Genau. Ich sage jetzt mal, der Skinner hat ja ganz klar im Behaviorismus hat ganz klar gesagt, wir können eine Ratte erziehen. Ja. Jetzt sagt jeder, eine Ratte, die kann man doch nicht erziehen, die rennt doch irgendwo hin. Nee. Wenn man die Ratte in einen Käfig tut, ich bin gegen Tierversuche, aber Skinner hat das gemacht, hat sie in einen Käfig getan, das nennt man jetzt die Skinner-Box, und die Ratte hat dort ein Licht, ein weißes Licht, oder? Das geht dann an, so. Bling, oder? Und immer wenn das Licht leuchtet und die Ratte zudem auf irgendein Taste mit der eine Taste, was halt draufkommt, weil die schnuppern ja an allem, dann wird Essen reingegeben. Die Ratte ist hungrig, oder? Irgendwann kommt sie zufällig dran, schnuppert. Aber wenn das Licht nicht leuchtet, und sie kommt an den Hebel, geht gar nichts. Mhm. Also irgendwann lernt sie, begreift sie das. Sie sieht, okay, Licht, bewegen, Essen. Also es kann konditioniert werden durch Belohnung, also Belohnung wäre eben Essen, aber auch durch Bestrafung. Ja? Wenn jetzt ein anderes Licht, ein rotes Licht leuchtet und sie geht auf den Hebel, dann wird der Boden unter Strom gesetzt, also ein Stromschlag. Ja. Das ist genau das, was bei 9/11 gemacht wurde. Es ist eine negative Konditionierung. 11. September. Ja, und dann kann man das später wieder aktivieren. Ja? Also der Vorteil aber jetzt... Das heißt, das ist gelernt und das kann man dann von außen willkürlich benutzen, das kann man nicht unterdrücken mehr. Das ist dann Nein, das ist eingelagert. Okay. Das ist eingelagert, die Ratte verhält sich dann wirklich genau nach Plan. Und so kann man mit Menschen auch umgehen. Ja, ich sage das ja einfach, wir Menschen sind in gewissen Bereichen, haben wir Ähnlichkeiten mit den Ratten. Also wir können durch Belohnung und Bestrafung können wir gelenkt werden. Aber, und das ist eben der Vorteil, wir können diese Prozesse aus einer Distanz beobachten und uns darüber unterhalten. Wir können jetzt hier nicht zwei Ratten sitzen und sagen, du kannst es bitte aufzeichnen, wir unterhalten uns mal über die Skinnerbox. Die haben uns ja mit Elektroschocks eigentlich konditioniert und da geht ja gar nicht. Die können ja die Ratten nicht. Und das ist eigentlich der Vorteil vom Menschen. Er kann einerseits Opfer sein, dieser ich sag mal, Lüge und Täuschung.
Er kann dann auch Täter sein in diesem Spiel. Aber er kann auch wie eine Romanfigur. Man kann dann sein. Man erkennen. Eine Romanfigur bietet die Möglichkeit, man kann eine Romanfigur sein, während man einen Roman liest, sich mit der Figur identifizieren und trotzdem parallel auch Beobachter sein. Genau, und das ist ja das. Das ist das, was der Menschen da quasi ausmacht. Genau, und das machen wir auch gerne. Darum gehen wir ins Kino, darum schauen wir uns Shakespeare an. Was beobachten wir? Wir beobachten verschiedene Dramen, Romeo und Julia. Was ist denn, wir beobachten eigentlich, wie andere durch irgendeine Krise gehen. Vielleicht kommt es gut raus, vielleicht kommt es schlecht. Aus. Aber das ist eigentlich, das ist diese Fähigkeit des Menschen zu beobachten. Und das mache ich mit dem Buch. Ich beobachte eigentlich Kriege. Ich vergleiche das mit der UNO-Charta und ich sage, wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl im 21. Jahrhundert. Wir können uns noch mehr töten und noch mehr anlügen. Das können wir super. Also da haben wir schon alle Goldmedaillen, die es überhaupt gibt. Also noch besser lügen und töten. Es gibt da nichts mehr zu holen. Ja? Oder wir können sagen, wir haben das jetzt gemacht. Wir kennen es. Es ist kein guter Plan für das 21. Jahrhundert. Und ich sage einfach für mich, für meine Kinder, für meine Familie, für auch für alle Menschen, die ich kenne, aus ganz verschiedenen Ländern, aus ganz verschiedenen Religionsgruppen, denke ich einfach, da hat die Friedensbewegung einen viel, viel ehrlicheren Ansatz, der eben heißt, das Leben ist heilig, wir sollten uns nicht töten. Aber ich denke, die Friedensbewegung sollte sich sehr intensiv auch mit Verhaltensforschung beschäftigen, weil wenn ich jetzt mal das Gehirn als Computer bezeichne, dann kann man den auch von außen programmieren. Mir fallen zwei Versuche ein, die ich glaube für elementar auch halte. Eine Geschichte, dass eben Ratten nach der Möglichkeit, wenn man ihnen Kokain zum Beispiel gibt oder Futter, dass sie die Droge dann vorziehen, sogar bis zum Verhungern. Nehmen sie eher die Droge, als dass sie Wasser und Futter nehmen. Sie nehmen eher das Kokain. Okay. Und wenn man Kokain, das, was im Kopf mit Kokain passiert als Belohnung, das passiert bei vielen Leuten, wenn sie Macht ausüben. Okay, also das wusste ich jetzt nicht mit den Ratten und dem Kokain. Macht ist auch so eine Geschichte. Aber Macht ist sicher, ja. Und was ich auch einen interessanten Versuch fand, da hat man Flöhe in so ein reagenzgroßes Glas gesetzt, die immer so hüpfen, ja, so hoch wie sie können. Und da hat man so einen Deckel drauf getan, dann sind sie immer dagegen gestoßen, haben sie das angepasst. So, einfach angepasst die Höhe. Und dann hat man den Deckel weggenommen, sind sie trotzdem gleich hoch. Und da hat man einen neuen Floh reingesetzt, der nie angestoßen ist. Der hat sich dann aber angepasst, wie die anderen springen. Das heißt, man macht das, was alle tun. Man macht das, was alle tun. Und wenn man das alles zusammenführt, da fängt man an, sich sehr, sehr stark selbst zu beobachten. Wie viel von dem, was man tut, was man sagt, was man glaubt, ist von einem selber oder ist bereits in der sozialen Synchronisation und gar nicht frei? Ja, gibt es freien Willen? Also das sind alles Dinge... Also massiv viel ist in dieser Synchronisation. Wenn man am nächsten Tag irgendwie an der Arbeit sagt, du übrigens in Syrien, sind wir an einem illegalen Krieg beteiligt, dann riskiert man, dass man Mittagessen mit überhaupt niemandem spricht. Das ist mein Stichwort. Ich hätte von Ihnen kurz Statements zu zwei aktuellen Konflikten. Syrien, wer bombt da wen? Wer darf da nicht? Ist das ein illegaler Krieg? Ja, Syrien ist ein illegaler Krieg. Wir haben eigentlich, die Angreifer sind Saudi-Arabien. Sie unterstützen Rebellen oder Terroristen, wie man es eben Mujahedin. Ja. In Syrien, und ihr Ziel ist es, Präsident Assad zu stürzen. Das darf man nicht. Das darf man nicht, das ist illegal. Katar unterstützt auch Rebellen in Syrien, das sind zwei Golfmonarchien. Auch Erdogan aus der Türkei hat versucht, Assad zu stürzen. Der Erdogan wechselt immer wieder seine Position, also da weiß man nicht genau, wie das immer weitergeht. Hat auch Panzer nach Syrien reingeschickt, darf er nicht. Darf er nicht. Auch Syrien dürfte keine Panzer in den nationalen Raum der Türkei schicken. Und dann haben wir auf der anderen Seite, nein, nicht noch auf der gleichen Seite, haben wir die Amerikaner, die Franzosen und die Engländer, die sind schon sehr, sehr lange in Syrien, wollen Assad stürzen, dürfen sie nicht. Sie bombardieren, dürfen sie nicht. Die Franzosen argumentieren, wir bombardieren, weil wir hatten einen Terroranschlag in Frankreich. Die Amerikaner bombardieren, ein amerikanischer Journalist wurde enthauptet und so. Jeder hat so seine Stories, das sind diese Frames. Kein UN-Mandat? Kein UN-Mandat, gar keines. Aber über den syrischen Botschafter an der UNO spricht ja gar niemand. Ja. Bashar al-Shafari, den müsst ihr mal zitieren, was der überhaupt sagt. Also sagt Putin, der bombt da ja auch. Genau, und jetzt kommt die andere Seite. Das sind die Angreifer, die wollen Assad stürzen. Und dann gibt es die, die wollen, dass Assad an der Macht bleibt. Die Amerikaner haben 2014 in Syrien angefangen zu bomben. Und dann wäre Assad fast gefallen. Und dann hat er sich an Putin gewendet, weil die Russen sind langjährige Freunde der Syrer. Die Russen haben zwei Militärstützpunkte, einer ist Latakia in Syrien, und sie wollen die nicht verlieren, weil das sind die Russen haben ja das Problem, dass ihre Flotte ist fast immer im Eis. Und da müssen sie halt am Mittelmeer schauen, dass sie dort auch noch einen Stützpunkt haben. Und darum wollen sie nicht, dass Assad stürzt, sie verlieren ihren Militärstützpunkt. Auch Tartus gehört dazu. Genau, Tartus ist der zweite. Und die Russen haben dann eigentlich 2015 eingegriffen. Sie beobachten auch, dass Katar und Saudi-Arabien Pipelines durchziehen wollen durch Syrien. Also geht es um Gas?
Ja, im Hintergrund geht es immer um Rohstoffe, um Macht, um Geld und um militärische Produkte. Also das Haus Parsfeld im Persischen Golf, da gibt es zwei Routen. Die eine führt über den Irak, irgendwann durch Syrien, die andere führt über... Ja, es geht einfach von Katar eigentlich durch Saudi-Arabien und dann auch durch Syrien. Beide müssen durch Syrien und der Kollege kann sich entscheiden, was er möchte. Genau. Und er hat sich 2009 für die iranische Pipeline eigentlich entschieden. Und natürlich, der Iran möchte jetzt auch zusammen mit der Hisbollah, das ist die schiitische Allianz, möchte eigentlich, dass Assad an der Macht bleibt, weil die Alawiten gehören ja dort auch zu den Aber ist das, was Putin macht, dich da auch ein Kriegsverbrechen? Also wenn Putin Krankenhäuser bombardiert, dann ist das ein Kriegsverbrechen. Mhm. Aber dass Putin in den syrischen Luftraum eindringt, so wie es Angela Merkel macht, ist kein Kriegsverbrechen, weil er wurde von der amtierenden Regierung gebeten zu kommen. Das ist was anderes. Also wenn sie eben mit ihren Flugzeugen in einen anderen Luftraum gehen und sie haben das mit der Regierung dort abgesprochen, dann ist das kein Kriegsverbrechen. Mhm. Gehen wir in die Ukraine, das haben wir ja gar nicht mehr auf der Uhr, Abspaltung der Krim. War erst die Krim abgespalten, dann kam es im Kiew zum Machtwechselputsch, wie war das? Nein, es war ja umgekehrt. Eigentlich haben wir zuerst die NATO-Osterweiterung, also die Ukraine-Krise müssen sie eigentlich mit der deutschen Wiedervereinigung anfangen. Also ja, Deutschland ist geteilt, dann sagt Gorbatschow, ihr dürft euch wieder zusammen vereinen. Dann ist ja die Frage, ja, wenn wir uns vereinen, sind wir dann zweimal Warschauer Pakt oder sind wir zweimal NATO oder sind wir neutral oder ist einer Warschauer Pakt und einer NATO? Das sind die Varianten. Und man einigt sich darauf, dass die DDR eigentlich dann in die NATO eintritt. Das ist der Deal. Hier in Berlin der richtige Ort, um darüber zu sprechen. Und die Russen ziehen ihre Truppen kampflos aus der DDR ab. Das muss man einfach mal klar sehen. Die Russen haben Deutschland die Wiedervereinigung ermöglicht. Es wäre überhaupt nicht gegangen, wenn sie gesagt hätten, die DDR bleibt von russischen Truppen. Es wäre nicht gegangen. Jetzt, dann haben die Russen aber die Bedingung gesetzt, die NATO darf sich nicht weiter ausdehnen. Und die NATO, Deutschland und auch die USA haben gesagt, ja nein, klar, auf keinen Fall, kommt doch nicht in Frage, würden wir nicht machen und so. Und das war eben eine Lüge und man hat danach die NATO schrittweise ausgedehnt. Und ein Knackpunkt war 2008, als man auf dem NATO-Gipfel gesagt hat, jetzt wollen wir noch die Ukraine, die wollen wir auch noch in die NATO reinziehen. Dann wären wir direkt vor die Grenze gekommen. Genau. Und der amerikanische Botschafter in Moskau, das wissen wir jetzt über WikiLeaks, das ist deklassifiziert, hat damals ein geheimes Memorandum geschickt nach Washington und hat gesagt, wir sollten das nicht tun. Das wird einen rohen Nerv. This will touch upon a raw nerve. Mhm. Hat er schon 2008 gesagt. Also wenn wir die Ukraine versuchen, in die NATO zu ziehen, provozieren wir einen Krieg. War aber dann Präsident Bush egal und nach ihm auch Obama. Also Bush hat ja bis 2008 im Dezember amtiert und dann kam Obama im Januar 2009. Und dann geht es so weiter, dass wir im 2014 plötzlich diese Unruhen haben, die am 20. Februar 2014 eskalieren. Es gibt Scharfschützen auf den Dächern in Kiew. Kiew ist die Hauptstadt der Ukraine und dort ist der sogenannte Maidan, das ist der bekannte Platz, der viel in den Medien erwähnt wurde. Und diese Scharfschützen erschießen sowohl Demonstranten wie auch Polizisten. Und das ist wieder, und das habe ich auch im Buch im Kapitel zur Ukraine halt ganz genau dargelegt, das ist für uns Historiker der interessanteste Moment. Was hat man da gemacht? Man hat Chaos. Ja. Chaos inszeniert. Sie haben zuvor gefragt, ist es manchmal nicht auch ein Ziel, Chaos herzustellen? Ja. In diesem spezifischen Fall war das Ziel, den amtierenden Präsidenten Janukowitsch zu stürzen, indem man ihn sozusagen das Massaker angehängt hat, obwohl es keine Beweise gibt. Vermutlich war er es nicht. Ich denke, er war es nicht. Man hat auch seine Berkut-Einheit angegriffen, aber die Berkut, ja, das war sozusagen seine letzte Verteidigung. Wie sollten die auf diese Idee kommen? Aber man ermittelt auch nie wirklich dann, sondern man behauptet doch, es gibt einen kanadischer Forscher, der zum Thema sehr gut gearbeitet hat. Das habe ich gelesen. Aber es wird nicht in der Mainstream-Presse jetzt mal, bis es geregelt ist. Bei BBC gab es einen Forscher, der wirklich hingegangen ist und hat auch die Funksprüche der Berkut abgehört. Ja. Und da wissen wir, dass sie sagen, wer schießt da? Wir sind das nicht. Sind das eure Leute? Nein, wir sind das nicht. Zieht euch zurück. Die Berkut-Leute werden selber abgeschossen. Ja. Das sind eben die Spezialpolizei. Und das zeigt, es gibt einen dritten Akteur. Der dritte Akteur will den Sturz. Mhm. Und Ray McGovern, früher bei der CIA, ein guter Mann, den ich zur Friedensbewegung zähle, hat gesagt, es war ein amerikanischer Putsch. Ja, es war ein amerikanischer Putsch vor unseren Augen. Wir sehen es nicht. Was ist denn der Beweis? Der Beweis ist, dass Victoria Nuland vom Außenministerium sagt, fuck the EU. Das ist dieses abgehörte Zitat, wo sie eigentlich sagt, wir müssen in der Ukraine andere Leute an die Macht bringen. Ich habe da auch schon jemanden.
Genau. Es ist noch lustig, dann in Deutschland fragt dann jemand, ja, also was ist denn jetzt Ihre Haltung? Und dann zu diesem Fakt EU, und dann sagt Merkel, ja, das geht eigentlich gar nicht. Also so kann man mit der EU auch nicht sprechen. Und der Sprecher im Außenministerium sagt, da sieht man halt, wie blöd es ist, wenn man abgehört wird. Okay, aber dann... Und nachher kommt erst die Krim. Also warum die Krim? Ist das eine Sezession oder ist es eine Annexion? Was ist das juristisch? Aber grundsätzlich einfach die Krim... geostrategisch wichtig, weil die Russen haben dort einen Militärstützpunkt. So Sevastopol. Sevastopol. So eigentlich die Amerikaner auf Kuba Guantanamo haben. Ja. Das heißt, dort sind Militärs, amerikanische Militärs sind auf Guantanamo. Mhm. Die müssen dort nicht eine Invasion machen, die sind schon dort. Ja. Und auch die Russen sind schon sozusagen auf ihrem Militärstützpunkt in der Krim. Es ist nicht so, dass die Russen dann erstmalig dorthin gehen. Die sind schon lange dort. Aber sie schicken dann noch mehr Leute. Genau. Und die Russen... Das hätten sie nicht dürfen. Nein, hätten sie... Ja, gut. Es ist dann Folgendes passiert. Die Russen beobachten, dass im Februar der Putsch passiert. Sie beobachten die NATO-Osterweitung. Und sie sehen natürlich, dass der nächste Schritt ist, sie verlieren die Krim. Das ist der nächste Schritt. Also das können sie sich geostrategisch nicht leisten. Nein, können sie sich nicht leisten. Und darum sagen sie, ja gut, dann nehmen wir doch die Krim und... nehmen die nach Russland rein. Also wir machen, war da. Genau. Ja. Und dann sagen sie, wir machen das so, wir machen eine Abstimmung. Und zwar ziemlich rasant machen wir eine Abstimmung. Ja, in der Schweiz geht das immer so ein paar Monate, bis das überhaupt vorbereitet ist, bis die Formulare da sind und bis man da mal abstimmt. Aber die Russen haben eine Blitzabstimmung gemacht. Und es war ganz klar, dass natürlich die Mehrheit auf der Krim russlandfreundlich ist. Und dann hat diese Abstimmung eigentlich ergeben, dass sie den Anschluss an Russland wollen. Jetzt, das Problem ist, wenn diese Abstimmung durchgeführt wurde, waren die sogenannten grünen Männchen, russische Truppen, überall verteilt. Und das ist jetzt für mich als Schweizer keine ideale Abstimmung. Ja, das Volk soll eigentlich abstimmen können. Also ohne irgendwie. Sie wählen ja jetzt nächstes Jahr, ob Angela Merkel nochmal Kanzlerin wird. Ja, oder Dieter Bohlen. Als Variante zu Trump. Vielleicht lässt er sich aufstellen. Und wenn dann jetzt überall die Bundeswehr hier auftaucht vor dem, ja, dann ist einfach die Abstimmung, das ist nicht gut. Ja. Also es gibt natürlich einen großen Streit, ob Sezession oder Annexion. Ich sehe das eher als Sezession, beschreibe das auch im Buch. Und es hat natürlich einen Präzedenzfall mit der Abspaltung vom Kosovo, von Serbien, wo auch sozusagen die Russen gesagt haben, man kann doch nicht einfach einen Teil abspalten von Serbien. Und da hat die NATO gesagt, ja doch, das geht sehr wohl. Und das jetzt die Russen in der Ukraine... Machen Sie bei euch damals, das geht sehr wohl, sagen Sie. Ja, genau. Aber die Leute lesen ja oft die andere Meinung nicht. Ja? Das ist ein Prinzip in der Geschichte et altera pars auditur. Man muss auch die andere Stimme hören. Das heißt, ich studiere natürlich, was sind die Analysen der Russen? Und da sieht man ganz klar, dass die sagen, ihr habt einen Putsch gemacht und darum haben wir, nach dem Vorbild von euren Aktionen im Kosovo, uns die Krim gesichert. Mhm. Und weil wir das im Spiegel nicht lesen, ja, das hören wir vielleicht auf Russia Today, aber im Spiegel heißt es ja immer nur, Putsch gab es nicht. Also der Putsch wird gar nicht ausgeleuchtet. Ist das NATO-Presse dann? Ja, das ist NATO-Presse. Wir sind umgeben von NATO-Presse und die NATO-Presse hat ein ganz klares Feindbild, böse Russen, böse Muslime. Aber bei der NATO-Presse kommt auch ein Krieg überhaupt nicht vor, der schon ziemlich lange tobt, der Krieg im Jemen. Der kommt ja gar nicht vor. Den gibt es gar nicht, weil Jemen so irgendwo ist. Die Leute wissen gar nicht, wo es genau ist. Jemen, Oman, dort südlich von Saudi-Arabien. Und dort hat Saudi-Arabien einen illegalen Angriffskrieg zu verantworten. Ich beschreibe den auch im Buch. Die Amerikaner tanken die Saudis in der Luft auf und unterstützen das. Und das ist ein weiterer illegaler Angriffskrieg. Leider. Interessant bei diesem Buch, und das ist mir dann nochmal, ich habe es nie so klar gesehen, wo ich dachte, huch, das hat man an mir auch vorbei. Die wichtigsten Player in der UNO, also die Vetomächte, sind auch gleichzeitig die größten Waffenexporteure der Welt, was sie eigentlich ein bisschen beißt. Ja, das geht ja gar nicht. Das ist die Weltfriedensorganisation, die aber profitiert, wenn es Kriege gibt. Genau. Wenn ich von wir spreche, Deutschland ist auch ein Rüstungsexporteur, die Schweizer bauen auch tolle Waffen, sag ich mal. Tragen wir Schuld oder nur die Waffen dann benutzen und einsetzen? Also ich denke, man muss wirklich von Verantwortung sprechen. Wir haben in der Schweiz eine Abstimmung gehabt, ob man die Waffenexporte verbieten soll. Ich habe dafür gestimmt, man soll das verbieten, aber die Leute hatten Angst um die Arbeitsplätze. Ja, und das wurde nicht angenommen. Das heißt, es ist halt eine Schwierigkeit, oder? Wenn man sagt, mir ist mein Arbeitsplatz wichtiger, dann bombardieren wir halt oder liefern wir Waffen, damit die anderen bombardieren können, sich erschießen können.
wir haben doch eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung. Ich denke, es wäre halt wunderbar, wenn man andere Möglichkeiten des Geldverdienens aufbauen könnte, in den erneuerbaren Energien etwas Produktives erarbeiten für eine friedliche, für eine nachhaltige Welt, anstatt dass man sagt, ja, ich mache jetzt etwas, das eigentlich sehr viel Zerstörung bringt. In einer anderen Familie werden da die Kinder zerfetzt, aber mit dem Geld kann ich die Schule von meinen Kindern bezahlen. Das ist und ich kriege auch das Benzin für das Auto, um die Kinder zur Schule fahren zu können. Ja, eben, aber diese Dinge, die sind schwierig. Ich sage, ich spreche ja mit den Leuten. Und sehr lange war das in einem sehr unbewussten Bereich. Man wollte da gar nicht wirklich drüber nachdenken. Und heute liegen die Dinge so klar da, dass man jetzt darüber nachdenkt und Lösungen sucht. Sie haben es ja immer wieder auch als Friedensforscher gezeigt, dass eben, wenn man sich mit Rüstung beschäftigt, mit Kriegen beschäftigt, muss man sich auch mit Ressourcen beschäftigen, weil es sind Ressourcenkriege. Genau. Wir hängen alle am Öl wie am Heroin. Wir können nicht einfach aufhören. Weil 90 Millionen Fass pro Tag. Pro Tag. Das sind ja eine Menge. 45 Supertanker. Ein Fass hat 149 Liter. Das ist der absolute Wahnsinn. Und da sind wir dabei, wie kommen wir raus aus dieser Nummer, indem wir das erkennen. Also, dass unser Energiehunger dazu führt, dass das irgendwie befriedigt wird. Muss, genau. Die Leute würden auch auf die Straßen gehen, wenn plötzlich die Lichter aus wären, aber dafür hätten wir dann total Frieden dort, aber dann hier nicht. Also es geht nicht so einfach. Energie ist ganz zentral. Wir müssen die Energiewende leben. Sei selber der Wandel, den du sehen willst, ist ja, glaube ich, ihr Schlusswort, Gandhi im Buch. Was ist ihr Ziel des Buches? Was sollen die 14-Jährigen denn ihren Eltern vorleben? Was können wir tun? Was tun sie schon? Also im Bereich der Energiewende habe ich jetzt halt bei mir auf dem Hausdach Photovoltaikzellen, ich habe ein Elektroauto, ich habe eine Wärmepumpe, das heißt, ich habe die Gasheizung rausgenommen, ich habe mein Benzinauto weggegeben. Das kann jetzt nicht jeder machen. Ja? Das habe ich gemacht, weil ich die Möglichkeiten hatte und weil ich auch sehr davon überzeugt bin, weil ich kann jetzt meinen Strom selber produzieren, mit Solarstrom rumfahren, das finde ich super. Sind auf diesem Gebiet auch nicht mehr erpressbar? Auf diesem Gebiet nicht, aber ich bin natürlich auch immer wieder unterwegs oder und bin dann im Ausland und hier und da bin ich ja nicht in meinem Elektroauto, das ist vor allem in der Schweiz. Ja. Und wenn ich dann ins Ausland ging, nehme ich den Zug IC oder manchmal fliege ich auch. Und Fliegen ist dann wieder mit Kerosin. Also man muss dann halt auch sehen, wie viel kann man umsetzen von seinen Idealen. Und man soll sich da nicht blockieren und sagen, ja, leider kann ich nicht alle 100 Punkte machen, da mache ich auch keine 10. Ja. Nein, ja. Mach doch die ersten 10. Ja. Und verurteile dich nicht für anderes, was du noch nicht erreichst. Und was ich halt dann in der Familie, ich sage mal jetzt von der Friedensarbeit, immer wieder voll Überzeugung auch meinen Kindern weitergebe, ist halt, dass wir uns mit Respekt behandeln sollen. Also, dass wir keine Gewalt einsetzen, überhaupt nicht. In der Schule nicht, in der Familie nicht. Und für die gleichen Prinzipien setze ich mich auch im großen kollektiven Organismus Welt sozusagen ein. Also das, was ich eben zu Hause sage, dass wir keine Gewalt einsetzen sollen, das vertrete ich auch in meinen historischen Analysen. Aber ich bin mir voll bewusst, dass ich nur einfach ein Historiker bin, der Beobachten macht. Ich kann nicht das Pentagon anrufen und sagen, bitte hört auf, die saudischen Flugzeuge zu betanken, die im Moment Jemen bombardieren. Das kann ich auch nicht. Mhm. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, weil viele Leute, die mir schreiben, sagen, ich fühle mich völlig ohnmächtig. Mhm. Ja? Was sagen Sie Leuten, die genau wie Sie an der Front arbeiten, Dinge nur benennen? Sie sind ja kein Täter. Sie sagen... verurteilen ja auch nicht pauschal, sagen Leute, muss das, jetzt mal formuliert, muss das wirklich sein? Ist das eine gute Idee, dass wir uns gegenseitig massakrieren? Nein, ist auch unwürdig letztendlich und werden dafür ja auch zum Teil sehr verleumdet. Was raten Sie Leuten, die dann in ihrer Firma sagen, ich finde das nicht gut, die was anschieben? Die werden ja auch erstmal verhöhnt. Da gibt es dann dieses Mobbing in der Kantine. Genau. Also wie soll man damit umgehen? Also mein Rat ist mutig sein. Man muss unbedingt mutig sein. Also das würde ich allen raten, ja, die Sendung hören, die das Buch lesen, die sonst irgendwie wach sind oder am Aufwachen sind. Seid mutig, weil man hat ja eigentlich, bis man stirbt, gar nicht so lange Zeit. Bald sind wir alle tot. Sie sind tot, ich bin tot, wir sind jetzt noch ein bisschen hier. Aber vorher, ja, soll man mutig sein. Und es ist eben zu spät, wenn man erst auf dem Todesbett denkt, meine Güte, ich wollte ja mutig sein, aber dann war ich gerade in der Ausbildung, ging es nicht. Und dann später, da war ich Single, da machte ich Party, ging es auch nicht. Dann plötzlich kam das erste Kind, da war sicher nicht das Moment zum Risiko eingenommen. Dann war ich in der Firma, war ich so ein bisschen im mittleren Kader, da war kein guter Moment, jetzt mutig sein. Dann später hatte ich schwere Krankheit, da war ich zu schwach, es war einfach nicht. Dann da wurde ich pensioniert, aber da haben wir einen Segelturn gemacht, da wollte ich auch nicht mutig sein. Und jetzt ist vorbei, jetzt morgen sterbe ich. Ich habe es irgendwie zu lange aufgeschoben. Und das finde ich einfach schade. Ich sage, nicht radikal sein. Man soll, also radikal, wenn es heißt, zu der Wurzel gehen, dann schon. Aber nicht gewalttätig sein, sondern immer friedlich sein. Das ist mein Haupt, also auch mein Hauptrat den jungen Menschen gegenüber, den ich mich sehr verpflichtet fühle, den 15- bis 25-Jährigen, den ich eben sage,
Hört zu, es sind super spannende Zeiten. Vor euch liegt das 21. Jahrhundert. Ob wir uns mehr umbringen werden oder ob wir friedliche Koexistenz schaffen, das ist völlig offen. Und es hängt von euch ab. Ja. Es hängt von euch ab. Mhm. Und ihr könnt... wachsam sein. Ja, seid wachsam. Beobachtet eure Gedanken, beobachtet eure Gefühle. Dekodiert die Frames. Dekodiert die Frames, lernt die Games. Also findet heraus, wie überhaupt das ganze Ding läuft. Und dann werdet spielerisch das betrachten. Spielerisch, völlig spielerisch. Und wenn ihr noch Spaß daran habt, die Dinge zu dekodieren, noch besser. Aber beugt euch nicht, wenn jemand sagt, das darfst du jetzt nicht untersuchen. Ja. Wenn es euch interessiert, untersucht's. Und wenn ihr mit einem Freund darüber sprecht und der sagt dann, was ist das für ein Blödsinn, das glaube ich nicht. Dann sagt einfach, du musst es nicht glauben. Mhm. Prüf es, wenn es dich interessiert. Ja. Können wir. Aber seid auch hartnäckig, indem ihr mit Argumenten kommt. Unbedingt. Ja, also nicht unbedingt hausieren geht, aber sagen hier, hier und irgendwann. Hausieren übrigens auf keinen Fall. Also ich hab gerade ein paar Typen, gerade kürzlich beim Vortrag getroffen, die kamen auf mich zu. Die waren voll drin in der Materie, die haben schon sehr, sehr viel begriffen. Über die Lüge, über die Gewalt waren sie wirklich in einem sehr differenzierten Stadium der Achtsamkeit. Aber sie haben gesagt, uns ärgert unglaublich, dass unsere anderen Freunde das nicht auch so sehen wie wir. Und wir würden es ihnen gerne sozusagen aufzwingen gerne. Ja. Also wir fänden es toll, wenn es die auch so sehen. Aber die glauben halt, dass die Süddeutsche Zeitung objektiv berichtet und dass eigentlich die Massenmedien zu Recht hin und wieder für einen Krieg aufrufen, weil es gibt ja auch böse Menschen da draußen und die muss man bombardieren. Boah. Also das ist noch dieses Mainstream-Framing. Und da sage ich immer, Leute, bleibt locker. Ja. Also die sehen das jetzt so. Ihr seht das jetzt so, es macht keinen Sinn, dass ihr jetzt unbedingt jemanden bekehren wollt, weil sonst sind wir wieder wie bei der Inquisition, wo man unbedingt nach Südafrika fahren wollte, um dort den christlichen Glauben zu verbreiten. Also jetzt nicht persönlich die Meinungs-NATO machen. Genau, das soll man nicht. Man soll seine Meinung differenzieren, man soll sich bilden, in die eigene Ausbildung investieren. Die Aufklärung ist nicht vorbei. Wir sind mitten in der Aufklärung, es gibt noch viel aufzuklären. Mhm. Und dieser Aufklärungsprozess, der ist auch wunderbar spannend, dass ich, auch während ich das Buch geschrieben habe, es ist wertvoll, sich in die Dinge zu vertiefen. Und alles andere kann man wieder verlieren. Eine Beziehung kann weggehen, die Gesundheit kann weggehen, das Geld kann man verlieren, das Velo kann geklaut werden, das Auto Velo kann man nicht... das Fahrrad. Fahrrad, Entschuldigung, übersetzen. Okay. Untertitel für Schweiz. Aber das, was ich meine, ist die eigene Aufklärung. Wenn man diese Schritte macht, das kann man auch nicht mehr verlieren. Das ist eine echt gute Investition. Sie haben selber zwei Kinder. Kurze Antwort. Wissen Sie schon, wann Sie denen erklären, was Sie eigentlich machen? Weil Sie reden ja hier über Mord und Totschlag. Wissen Sie das schon, wie Sie das machen? Oder macht das Ihre Frau? Die Kinder sind jetzt 8 und 10 Jahre alt, ja. Die müssen die Details nicht kennen. Aber ich sage denen halt immer wieder, dass ich Friedensforschung mache, dass ich Geschichte untersuche, Zeitgeschichte. Aber Sie sagen nicht, heute Abend lesen wir mal den Folterbericht? Nein. Die dürfen auch kein Fernsehen schauen, sondern die sind noch wirklich, die sind eigentlich geschützt von dieser ganzen Propaganda. Die schauen schon hin und wieder dann so auf YouTube etwas ganz Ausgewähltes, ja, also Bibi und Tina zum Beispiel und so, und dann dürfen sie das schauen, aber das überwache ich sehr genau, ja, was sie überhaupt für Medienkonsum haben. Und dann, wenn sie sozusagen älter werden, ist es ja klar, dass sie dann frei in die Medienwelt rausgehen. Und dann möchte ich ihnen halt einfach diese Medienkompetenz mitgeben, das mache ich jetzt noch nicht, aber das wäre so mein Plan. Mal schauen, ob sie dann auf mich hören, dass sie halt selber die verschiedenen Medienprodukte vergleichen, dass sie überhaupt erkennen, was sind Medien. Wenn ich im Auto fahre und da läuft das Radio und die erzählen irgendetwas über den Syrienkrieg, das ist Medienkonsum. Mhm. Dass sie verstehen, Radio ist Medienkonsum, dass sie verstehen, Bücherlesen ist Medienkonsum. Das heißt, sie machen zu Hause praktisch so einen Medienunterricht, den wir an den Schulen auch brauchen, um das zu verstehen. Gibt es aber in den Schulen nicht. Nicht wirklich so. Wie würden Sie damit umgehen, wenn Ihre Kinder, wenn sie dann mal älter sind, sagen, du Papi, ganz toll, endlich Partnership for Peace ist vorbei, wir sind jetzt in der NATO und wir werden beide Kampfpiloten. Wenn das passieren würde? Wenn sie dann auch noch großzügig sagen, viel toi, toi, toi? Dann würde ich sagen, ist nicht meine Position. Ist nicht meine Position. Ich glaube, die Partnership for Peace ist eine Partnership for War. Wenn ihr mit dem Kampfflieger aus der Schweiz rausfliegt, ja, die Schweiz ist ja neutral, weil man kann schon Kampfflieger in der Schweiz sein, aber ist nicht das große Ding, man dreht einfach die Runde. Wenn ihr jetzt da in andere Länder geht und dann Leute bombardiert, dann überlegt euch mal, wenn ihr auf der anderen Seite seid, wie wäre das für euch? Also ich würde den Kindern eigentlich dieses Projekt mitgeben, das immer das Projekt der Friedensbewegung war, nämlich nicht zu vergessen, dass der andere auch ein Mensch ist.
Herr Dr. Daniele Ganser, das war ein hervorragendes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Halt dieses Buch nochmal in die Kamera. Illegale Kriege. Man lernt eine Menge über die UNO, man lernt eine Menge über die NATO. Und dieses Buch ist so in Kapitel aufgedröselt. 13 Kriege werden dort beschrieben. Es gibt natürlich wesentlich mehr, da wird das Buch aber nochmal deutlich dicker, dass man auch hineinspringen kann. Man kann es auch zur Schule mitnehmen und sagen, ich möchte heute mal ganz aktuell über Syrien sprechen oder ich möchte über Kuba sprechen. Das kann man seinem Lehrer als Unterrichtsmaterial. Es wird auch schon von Lehrern verwendet, die haben ja schon wunderbar geschrieben. Ja. Wunderbar. Vielen Dank, dass Sie sich immer wieder mit der Materie beschäftigen. Wir haben auch in diesem Gespräch viele private Dinge von Ihnen erfahren. Ich sage toi 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 und Sie leben es ja vor, sei selber der Wandel, den du sehen willst. Das sieht so aus. Ich kann nur dringend dazu raten, Ihre Vorträge anzuschauen, weil Sie unter unterschiedlichen Aspekten das so nahe bringen, dass man ihnen gern zuhört, dass man sich 2,5 Stunden lang mit Mord und Totschlag beschäftigt und trotzdem sich nicht runterziehen lässt. Und da ist ja Ihr Rat auch immer, ein digitales Timeout zu nehmen. Genau, mal in den Wald gehen, mal gar nichts hören. Gar nichts tun oder auch mal einen, das sage ich jetzt nicht. Sich einfach hinlegen. Sich einfach hinlegen. Oder irgendwie schwimmen im Bergbach. Ganz genau. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, und danke toll, fürs toll, dass dieses Buch, glaube ich, dritte Auflage ist inzwischen oder vorher angefahren, dass das viele Leute lesen. Und ja, es ist so geschrieben, dass man es einfach verstehen kann. Ja, vielen Dank auch, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, das Buch hier vorzustellen. Bin sehr gerne gekommen. Danke auch. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.